So. Problem ist jetzt ein bisschen, wir haben hier zwar ein bisschen Unterstützung, ne, von 7000 Mann, aber hier drüben stehen 15.000. Mit dem sogar 18.000. Und ich sehe noch nicht so richtig. Und hier stehen nochmal irgendwie 10, nee, 8.000. Also, hi, ach nee, das sind die 9.000, wa? Die hier jetzt zur Seite rutschen, ja. Das sind die 9.000. Die haben zwar eine schlechte Versorgung. Also unterversorgt sind sie. Aber ich glaube, das wird Kacke. Während mein Lehnsherr hier immer Sachen zurückerobert. Wo hab ich denn meine Leute? Hat meine Leute irgendwo rangehängt. Ah, genau, und ich war dabei, Paris zu erobern. Das war's. Wo bis jetzt noch niemand irgendwie zurückgekommen ist. Und wir sind verschuldet, weil wir unsere Söldnertrupp komplett weggeschmissen haben. Gucken wir mal, was hier passiert. Ob irgendwann jemand versucht, hier Paris zu verteidigen. Ich wurde gegen meinen Willen von König Orson gefangen genommen und festgehalten. Ich kann nicht mehr nach freien Stücken nach Hause heimkehren oder an andere Orte reisen. Ich hoffe, das ist schnell vorbei. Ja, problematisch. Entscheidung verfügbar. Flucht aus dem Kerker. Die gleichen Wände, die gleichen Abläufe, der gleiche Fraß als Essen. Jeden Tag ist wieder davor. Dieser Kerker nagt an mir und ich ertrage es nicht mehr. Euer Fluchtversuch gelingt, ihr verlasst den Kerker. Euer Fluchtversuch scheitert, könnte verärgert sein. Der Erfolg hängt vom Kampfgeschick und euren Eigenschaften ab. Ja, also, nee. Wir machen mal hier nicht nix mit Flucht aus dem Kerker. Das halte ich für eine schlechte Idee. Aber jetzt wurden halt, ja, unser Hauptsitz wurde halt belagert, deswegen, ja, jetzt kommen sie hier hin und nehmen das Zeug ein. Irgendwo habe ich, glaube ich, noch eine Armee dabei. Oder auch nicht. Ach nee, ich habe meine Armee abgekapselt und nehme Paris ein. Vollkommen vergessen. Wenn ich den gegnerischen Kriegsanführer bei der Belagerung gefangen nehmen kann, das wäre natürlich awesome. Das wäre natürlich awesome, wenn die sich hier noch beschäftigen. Ich bin bereit, euch aus dem Kerker zu entlassen, aber nicht ohne Bedingungen. Verliert 10 Jahre lang Meinung von euch. Ihr verliert den Anspruch auf Herzogtum von Orléans. Ihr verliert Anspruch auf Grafschaft von Orléans. Verlasst den Kerker. Orléans will ich sowieso nicht haben. Das ist vollkommen fein für mich. Also, da kümmere ich mich eh viel später drum. Moment, wer bist du denn? Du bist mein Bruder, du kannst heiraten. Ja, 400 Mann. Das ist irgendwie Quatsch. Gucken wir mal nach vererblichen Eigenschaften, weil du bist ja erst 36. 16. Hübsch und kerngesund. Wie wär's denn damit? Heiratet ihr doch mal. Vielleicht kann ich dann irgendwann meine Cousine heiraten. So, und hier, darauf kommt es jetzt so ein bisschen an. 8 Monate müssen wir durchhalten, ohne dass es auf 100% geht. Wenn du nie keine Schlachten schlagen würdest. Diesen möchte ich euch belohnen. Ja, Ratsspitze, meinetwegen. Ist zwar absoluter Quatsch, ne? Aber bringt immer Vorteile, also warum soll man es nicht annehmen? So, das Problem ist jetzt ein bisschen. Ja, der erfüllt meine Pflichten als Ratsspitze ist auf ein Geheimniskurs und mein Cousin Hildebert hat. Mein Cousin hat. Ja, Ränkespiel haben wir auch nichts drin. Das ist ein bisschen das Problem hier. Kriegspunkte durch gehaltene Ziele, gewonnene Schlachten, verlorene Schlachten, Kriegspunkte durch besetzte Besitztümer. Ist halt nicht so geil. Und das schaffen wir auch nur gerade so. Wir haben jetzt hier noch 2000 Mann, wir haben ja 1300 Leute in der Garnison. Fraktion aufgegeben, Aufgabe beendet, Ratsmitglied verstorben. Er lebt halt mit 97 immer noch. Das ist Wahnsinn. So, ich könnte es jetzt theoretisch erstürmen. Aber da finde ich auch Leute, schneller Leute, glaube ich. Es könnte dann schwierig werden mit der Belagerung generell, wenn ich hier zu viele verliere. Vertrag mit Söldner. Ihr seid tot. Bin ich mir relativ sicher, dass ihr tot seid. Wenn ich jetzt alle ausheben liege, passiert doch nicht viel, oder? Doch. Ja, guck mal einer an.
können wir uns noch ein bisschen beschäftigen. Rotkohlchen gesehen, bin durch für heute. Was? Rotkohlchen? Was ist eine Rotkohlchen? Was ist das denn? Moment. Ihr macht hier andere. Nee, ich versuche hier meine Sachen einzunehmen, um die hier davon abzulenken. Inwiefern bist du denn durch für heute? Oh, Moment mal, die funktioniert nicht, wa? Ach, dammit. Annehmbare Unterhändler. Samuel Riedel. Wir sollten vielleicht uns hier eher anschließen. Halt. Ich will die Armee haben. Hey, da hoch bitte. Oh, die kommen jetzt zurück, wa? Wir schließen uns an. Ein Rotkohl mit dem Schnabel und Füßen. The fuck? Was zur Hölle? Er ist verstorben. Mit 97 ist er verstorben. Wahnsinn. Das ist unser Ratsmarschall, Vasall und Ritter. Aber hier haben wir, glaube ich, jemand besseren, oder? Jo, also können wir ihn hier neu zuweisen. Neu zuweisen. Und hier weisen wir ihn zu. Und wir brauchen natürlich ein bisschen Kontrolle wieder. Das wird ewig dauern. 21 Jahre für mehr Kontrolle, ja. Puh. What was for the win? Ja, das habe ich dann jetzt auch verstanden. Ich glaube nicht, dass das so gut wird. So, wir nehmen mal unsere Sachen zurück ein. Sehr schön. Damit ist das hier wieder ein bisschen gesunken. Erbe ist nicht vermählt. Moment, was? Achso, er ist erwachsen geworden jetzt. Er hat mitfühlend, nachsichtig, ehrlich. Er hat 22 Diplomatie. Ich meine, sonst nicht viel, aber 22 Diplomatie. Hier, robust. Wäre doch ganz gut, oder? Problem ist, ich glaube, hinterlistig und ehrlich mag sich nicht, ne? Genau, hinterlistig ist ein Upturner. Rachsüchtig und sadistisch und gefühllos. Sadistisch fällt dann auch weg. Mitfühlend, ungeduldig, tapfer. Hübsch. Ideal wäre es jetzt, intelligent mit reinzukriegen. Haben wir noch intelligent? In einem sinnvollen Alter. Nach Alter. Spindeldürr. Wir bräuchten es eigentlich. Ach. Bescheiden und treuherzig. Das sieht schon relativ gut aus hier tatsächlich. Die ist 12 und wir sind 16. Das wäre eigentlich ein passendes Alter. Die anderen sind, glaube ich, eher zu alt. Und treuherzig und bescheiden kann eigentlich nur okay werden. Wird das mal. Und das gibt auch nicht mal minus Prestige. Das hört sich doch ganz gut an. So, jetzt kommen wir ein bisschen. Ja, danke, dass ihr was verheiratet. Sehr gut. Familiar Ruf, Mündel profitiert von Unterweisung. Sehr gut. Fraktion gegen uns geschaffen. Seid gegrüßt, mein Stadt Helensia. Rasen hat bereits einige Wochen Obdach und hat sie wirklich der Golf gebracht, das Reich aufzuzeigen, wie das hier regiert. Wir könnten vielleicht auch mal uns. Ja, wir sind schon noch heimische Angelegenheiten sortiert. Ach, schon natürlich blöd. Ja, Anspruch figieren brauchen wir jetzt nicht machen. Also, wir haben eh Probleme hier noch und nöcher. Aber wir haben gleich. Moment. Moment, 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 Moment. Wer ist denn bei der Armee der Anführer? Den Anführer kann ich nicht sehen, wa? Befehlshaber Herzog, doch Antoine. Das ist nicht der König, okay. Dann können wir hier weiter belagern. 50 Tage hier noch. Dann nehmen wir einen. Moment, wir haben den Teil zurück, aber jetzt nehmen wir noch die Stadt dazu. Das ist doch eine Baron, ein Graf. Oh Gott, hier kommen 14.000 Leute. Bitte geht. Hier kommen 14.000 Leute. Geht. Oh. Ehepartner, eine glänzende Gelegenheit. Ich werde meine Schuld begleichen, das verspreche ich. Ich leihe mir 85 Gold von. Ich muss die Interaktion Darlehen zurückzahlen nutzen, um das Darlehen zurückzuzahlen. Warum spendet ihr euer Geld nicht lieber für den Bau eines Gotteshauses? Solltet das Geld den Armen spenden? Nee, ich würde Geld nehmen.
Muss nur irgendwann zurückzahlen. Oh, jetzt geht er aber viel zu spät, doch. Ja, viel zu spät. Da kommen 14.000 Mann, wie gesagt. Wir müssen eigentlich jetzt. Wir haben die Belagerung gewonnen. Aber. Wir haben niemanden sinnvollerweise gefangen genommen. Dann nehme ich das andere verloren. Entscheidung verfügbar, Darlehen zurückzahlen. Ja, ja. Mächtiger Vasall erwartet Ratsposten. Du kannst ja auch wieder nix. Und du auch nicht, das hatten wir schon. Wir mal wegklicken, die beiden. Hallo Jean. Nee, ich gewinne den Krieg, glaube ich, nicht. Ich habe zwar gerade jetzt Paris eingenommen. Ne? Also wirklich nur Paris. Nicht mal die umliegenden Lande. Nicht mal die umliegende Baronie. Sondern nur Paris. Weil das sein Besitztum ist. Aber ich habe ihn leider dort nicht gefunden. Was denn damit bedeutet? Ile-de-France partiell plus 4%. Ich muss hier auf jeden Fall erstmal wieder aufstocken. Das ist alles Ile-de-France, wa? Ja. Paris entnehmen ist aber auch keine Kunst. Na, ich hatte so ein bisschen drauf spekuliert. Weil ich sehe nicht, wo der ist, ne? Ich hatte ein bisschen drauf. Oh. What? Ihm geht einfach das Geld aus, wenn der Krieg länger dauert. Ihm geht einfach eiskaltes Geld aus, wenn der Krieg länger dauert. Wobei, der kann sich einfach vom Papst Neues holen mit 1500 Frömmigkeit. Ich wollte es bis zum Ende durchziehen. Erst wenn ich komplett raus bin, würde ich neu starten. Also wenn ich wirklich rausfliege. Ansonsten will ich mal sehen, wohin mich das führt. Ich wurde gerade schon gefangen genommen und wieder freigelassen. Unter der Bedingung, dass ich meine Ansprüche auf... was war denn das von meinem Onkel? Boah. Dass ich meine Ansprüche irgendwo hier mitten in Frankreich fallen lasse. Oder aufgebe, besser gesagt. Das ist halt hier ein Problem. Dass hier 14.000 Mann stehen... Aber die müssen ja nicht mit denen hier prügeln. Das sind zwei verfeindete Parteien. Wir sind bei minus 47%. Der Religionskrieg, den, also genau, in Bretagne kämpfen wir noch. Also ich würde es erstmal durchziehen. Wir machen erstmal hier weiter. Ich hoffe, ihr stockt wieder auf. Plus 20 Vorräte pro Monat. Unterversorgt. Im verbündeten Gebiet plus 20. Sehr schön. Dann könnt ihr einfach mal euch besser versorgen. Woher ich dann allerdings wieder mehr Mann kriege, verstehe ich nicht ganz, weil das besetztes Gebiet ist. Ziehe ich dann einfach die Leute ein, die dort in der Nähe rumdümpeln? Weil das wird ja mehr. 200 sogar. Jetzt ein bisschen die Frage, was ich mit den Gefangenen mache. Lösegeld fordern kann ich dafür nicht. Für die kann ich Lösegeld fordern. Erhält ein schwaches Druckmittel gegen König Orson. Ich kann mit dem Druckmittel aber keinen Krieg beenden, oder? Kann mit dem Druckmittel keinen Krieg beenden, ne? Mündel anbieten kann ich so oder so. Mündel anbieten kann ich so oder so, aber er wird dann natürlich nicht annehmen. Wenn ich jetzt hier ein Druckmittel hätte, habe ich keine Ahnung. Kultur wechseln würde auch nicht annehmen. Was nützt mir das, wenn ich ein Druckmittel habe gegen jemanden, der Krieg führt? Chateaubriand wird belagert, ja. Wie gesagt, das hier ist eine absolute Katastrophe. Ist mir nicht ganz klar. Und der hat natürlich kein Geld, deswegen kriege ich nur ein Druckmittel. Alle foltern und hinrichten. Selbst die Kinder? Von wem ist das denn? Das ist... Ich würde fast eher an meinen Hof rekrutieren wollen. Aber ich glaube, das geht nicht, ne, weil sie eine Adlige ist. Das geht, glaube ich, nicht, weil sie eine Adlige ist. Wird von euch getötet. Benoit Lüte verliert Meinung. Eigentlich will ich mich ja gut stellen mit ihnen. Weil sie verheiratet ist. Ja, weil sie dann in einem anderen Haus angehört. Aber die sind ja nicht verheiratet. Also bei Freilassung verhandeln kommt irgendwie das Gleiche raus.
Sie gewinnt Meinung von mir. Wenn ich Lösegeldforderung mache, schwaches Druckmittel, wird nicht annehmen. Bei den Kindern wird er annehmen und das Druckmittel eingehen, aber dann habe ich einfach nur ein schwaches Druckmittel. Ja, aber ich kann sie bei mir ausbilden. Also, weiß nicht so richtig. Im Kerker für 55 Tage. In Hausarrest verlegen. Warum ist die denn im Kerker? Um Kerker in Hausarrest verlegen. Kinder sind sowieso im Hausarrest anscheinend. Kommen wir erstmal in den Haus. Gesamte Familie gewinnt Meinung. Entfallen die negativen Wirkungen des Kerkers auf ihre Gesundheit sowie die Ablehnung ihrer engen Verwandtschaft. Können die erstmal in Hausarrest bringen. Es ist nicht ganz so notwendig, dass die im Kerker ist, meiner Meinung nach. Ich will ja eigentlich ein diplomatischer, gütiger Herrscher sein, ne? Ich meine, ich bin tapfer, ehrgeizig und stur. So gütig bin ich da gar nicht, aber bin es zumindest nicht sadistisch oder so ein Kram. Keine Ahnung, also das hat mir nicht viel gebracht, die zu erobern. Diplomatisch und gütig funktioniert doch eh nicht. Ja, also ich hatte 5000 Mann. Ich habe schon auch mit Krieg mir das genommen, was mir meiner Meinung nach zustand. Aber das hilft halt nicht. Einheit und Margotus und Jungen haben meine Agenten noch keine... Ja, okay, haben keine weiteren Geheimnisse gefunden. Kannst du jetzt hier... 11 Monate verbleiben. Ja, weil ich es jetzt besetzt habe. Jetzt geht das doch besser. Interessant. Also hier ist ja meine ganze Armee irgendwie von fast 5000 Mann, die sich theoretisch wieder regenerieren könnte. In der Theorie. In der Praxis wohl eher nicht, aber sie muss mich bei fast 3000 wieder. Nur das ist halt, das ist viel, viel mehr. Das kommt ja, glaube ich, für uns, ne? Ging ohne Ergebnis. Moment. Ging ohne Ergebnis zu Ende. Ihm ist das Geld ausgegangen. Ihm ist einfach das scheiß Geld ausgegangen. Wir haben ihn ausgehungert. Sehr gut. Sehr schön. So, jetzt haben wir den anderen Krieg noch. Hier gegen... Gegen wen ist das? Gegen Cornwall, ne? Wo wir hier oben eingenommen haben. Weißen Frieden darf ich ja nicht aushandeln, weil ich nicht der Führer bin. Aber wir haben plus 45%. Kommt nicht das Gleiche raus, ob der bei Kapitulation verliert er den Anspruch, ne? Und bezahlt das. Bei Weißer Friede bezahlt er nichts. Ah. Okay, aber wir können uns erstmal jetzt ein bisschen zurück... Entscheidung verfügbar Darlehen zurück... Also, okay. Ihr schickt ihm das Geld. Machen wir erstmal das. Moment, aber... Ach so, jetzt habe ich überall keine Kontrolle mehr. Ach, fuck. Habe ich nirgendwo mehr Kontrolle. Und dadurch kein Geld. Ach, scheiße. Und ich habe keinen Papst, von dem ich Geld leihen kann. Ich will keine Kriege erklären, danke. Ach doch, jetzt hier, plus 6,5. Viel besser. Das mit der Kontrolle ist halt echt ein Problem. Hey, habe ich dich nicht gerade geändert? Auf meinen Hauptsitz erstmal? 3 Jahre. Ja, das hört sich besser an. Kultur? Nee, Kultur füttern will ich jetzt nicht. Du suchst nach Geheimnissen an dem sein Hof. Das ist eigentlich gar nicht mehr notwendig. Das ist jetzt erstmal egal. So, Moment. Auslösen. Für 25 Gold. Für 15 Gold. Für einen Gefallen. Wird nicht annehmen. Für 15 Gold. Kann ich mir leisten. Das glaube ich auch... Nee, das ist ein relativ unwichtiger. Bei dem ist nicht so wichtig. Die ist schlau und kerngesund. Das ist nicht mein Ding. Der ist verlobt. Und die sollte vielleicht überleben dann. Und der ist intelligent, den sollte ich, glaube ich, auslösen. Bildung ist so ein bisschen für die Kulturforschung, ne? Wenn du auf Bildung gehst, gehst du auf Frömmigkeit und Kulturforschung.
kannst mal Bildungsschwerpunkt nehmen, aber die sollte man vielleicht auslösen. Ah, mein Fomen ist auch eingekerkert. Ach, shit. Wir brauchen Geld, um die Leute auszulösen. Mein Onkel ist tot, der von Odeon? Das können wir natürlich gucken. Stimmt. Er könnte auch gestorben sein. Müssen wir hier reingehen, glaube ich. In unsere Dynastie. Lebende Mitglieder, Dynastiebaum öffnen. Ne, der lebt noch. Herzog Benjamin lebt noch. Ne, ihm ist schon wirklich das Geld ausgegangen und hat, glaube ich, aufgehört, deswegen Krieg zu führen. Bei dem bin ich nicht mit im Krieg, glaube ich. Kultur hat Interesse Zünfte entdeckt. Euer neues Interesse kann ausgewählt werden. Quatsch. Wir sind bei den Zünften. Was? Zünfte war noch hier, oder was? Vorburg Ritterstand, direkter Vasallmeinung. 195 Jahre, 215 Jahre, 23 Jahre. Das hört sich doch gut an. Ich weiß nicht, ob das irgendwie davon beeinflusst wird, was wir können. Ah, hier, Zünfte, das haben wir gemacht. Ja, dann nehmen wir halt das. Oder es ist einfach nur, woran die Kultur generell Interesse hat. Wenig Kontrolle in Gemeinden, Kriege erklären. Ja, ich muss Kontrolle wieder aufbauen. Ist mir bewuscht. König. Ach, oh, unser Lehnsherr ist gestorben. Irgendwas passiert mit dem Reich? Der hat wirklich nur Prinzessinnen als Geschwister. Ja, dann nicht. Dann ist da nichts passiert. Der mag uns aber. Jo, der mag uns erstmal. Aber wisst ihr was, Leute? Ich finde es eigentlich nicht so cool, dass ihr uns hier belagert, ehrlich gesagt. Hier habe ich meine Armee. Und ich würde es dann doch nochmal kurz alle Armeen ausheben. Eure Stimme im Rahmen eines Rats gehört wird, den Ratskanzler. Jawoll. Wir sind damit Ratskanzler, kriegen mehr Prestige und Meinung unserer Vasallen wird erhöht. Bisschen ein Problem ist, glaube ich, dass wir niemals einen kriegerischen Pfad gemacht haben und damit genau den Kontrollzuwachs eigentlich jetzt bräuchten. Ich glaube, mit dem nächsten Level-Up werde ich auf den Kontrollzuwachs gehen müssen, um das wieder auszugleichen. Ja. 2003 Mann müsste ich doch schaffen, oder? Der ist 2600 müsste ich schaffen mit über 1000 Mann Vorteil. Wenn ich habe plötzlich 5000 Mann? Okay. Erneuter Dschihad, das Haus des Islam, wird in seinem Herzland durch die anstürmenden Heiden und Ungläubigen bedroht. Als Antwort darauf hat seine Magnifizienz Kalif Fasai erklärt, dass das Zeitalter des neuen Dschihad über die Welt hereingebrochen ist. Die Kerngebiete des Dar Allah Al-Islam müssen um jeden Preis zugeobert werden. Alle rechtschaffenen Muselmannen sollen sich... Bin ich ein Muselmann? Ist es Waldensertum? Ist ein organisierter christlicher Glaube. Gibt noch nie da gewesen, muslimische Aggression sein. Okay. Muslimische Glauben können jetzt Dschihad verwenden. Wer bist du? Du bist einer meiner jüngeren Söhne, glaube ich, oder? Ja, du bist mein zweitältester Sohn, okay. Zynisch. Ist eh nicht wahnsinnig frömmig. Ist zynisch, kümmert er ist eh schon eigenwillig und herrisch. Weil herrisch ist. Herrisch ist eine Kindereigenschaft. Okay, er ist eigenwillig vor allen Dingen. Geht so ein bisschen auf Ränke spielen, aber dafür im Anspannungszuwachs. Frag deinen zweiten Sohn, wer bist du? Hallo, ich hab mit anderen Sachen zu tun, natürlich. Wäre ich gern Bens Kind. Ich hab zu viele! Hier! Moment, seht ihr das überhaupt? Ja, doch, ihr seht's, hier wird's schon verdeckt.
Nur weil ich Krieg führe gerade. Nur 7 Kinder. Ja, viel zu viele. Aber ihr könnt gerecht kriegen. Aber ist doch eh schon. Er ist im Rank-Spiel ganz gut. Hilft, glaube ich, zynisch, oder? Bildung, Ränkespiel, yo. Maßvoll. Gesundheitsbonus. Nee, der kann zynisch behalten. Araberspiel hatte ich im Schnitt 30. Aber da hattest du auch irgendwie 3 Frauen oder sowas immer, oder? Unser Ritter wurde verwundet. So, wir haben erstmal jetzt hier... Aber wir kämpfen direkt gegen die nächsten 1000 Leute. Ah, gut. Schlacht von Konai. Jetzt mal richtig aufs Fressbrett. So, haben wir direkt 2 gewonnen. Frömmigkeit und Ehre. Das würde ich die aber eigentlich ganz gerne auflösen. Wir sind mit 59%. Darf ich die dann auflösen? 4 zuzüglich neu, wenn eine alte verschlissen war. Ja, siehste. Dann ist mir auch klar, warum du so viele Frauen hattest. Würde ich gerne auflösen. Geht mal aufs Wasser, dann kann ich euch auflösen. So, Diplomatie, Lebenswandel, Vorzug. Jetzt so ein bisschen die Frage. Monatliche Prestige pro Schrecken. Wir haben keinen Schrecken. Monatliche Prestige pro mächtigem Vasallen im Rat. Gehen wir auf Prestige? Eigentlich nicht so sehr, oder? Nicht so wirklich. Büsch mal Ratsvasallen. Wer bist denn du? Kann ich das aber kennen einfach? Rückgratlos, Schurke und schwul. Schweinerei. Kann ich das? Titel aberkennen. Einen Titel aberkennen. Das Entziehen gilt nicht als Tyrannei. Verliert 10 Jahre 80 Meilen und kommt in der Realität mit euch näher. War's doch sonst nix, oder? Ja. Titel aberkennen. So ist es. Sehr gut. Da habe ich nämlich jetzt wieder 7 von 7 und ich habe ein bisschen mehr Gold. Auch klar, warum so viele Frauen hattest, warum so viele Kinder hattest. Du bist eigentlich nur Money, das englische Wort für Glück. Also ungefähr. So, hier Armee auflösen. Achso, hier Vorzüge. Lockruf der Sprache. Herzog von Britannien zu regieren bringt eine ganz eigene Probleme mit sich. Fremdländische Untertanen fühlen sich häufig ausgegrenzt, wenn sie am Hofe nicht ihre Muttersprache sprechen können. Das führt zu Unzufriedenheit. Dann mal ran mit den Büchern. 57%. Ich erlerne die Sprache der polabischen Kultur. Graf Laurent gewinnt 30 Meinungen von mir. Der hat schon 100. Diplomatie-Lebenswandel. Nein, das kostet Geld. Wozu soll ich das gut sein? Bretonische Kultur ist eindeutig überlegen. Das bringt außerdem auch die geringste Anspannung. Und 150 Prestige. Was bist du denn hier noch? Ach, Turnierprobleme. Nee, mit dir habe ich eh nichts zu tun, du Bürgermeisterin. Du bist doch ständig irgendwie am... Übrigens 17 Schrecken und die ist eingeschüchtert von mir. Ich könnte Trunkenbold kriegen. Das will ich. 10% Trunkenbold. Nö. Oh, ich verbringe ein wenig Zeit mit Seva im Pavillon. Wird euer bester Freund. Wollen wir sie als Freund haben? Polykianisch. Pronatur, Stammler. Irgendwie nicht die Statistik, glaube ich. Ich glaube nicht, dass ich die als... Moment, habe ich was Falsches gelesen. Ich dachte gerade, da hat jemand das requested. Ich habe auf jeden Fall jede Menge Gold, tatsächlich. Können mir Freunde Gold geben, wenn mir Gold fehlt? Dann will ich sie, glaube ich, als Freund haben. Warum hat die 680 Gold? Junge! Dann nehme ich die mal. Wir wollten das aussuchen. Eroberung, ihr könnt Herzogstümer-Eroberung. Also nicht lange ein Freund. Money, money, money. Must bei. Was? Must be funny. In Richmond's World. So. Herz der Familie. Meinung, enge Verwandtschaft. Befreunden. Ich kann überhaupt Leute befreunden, wäre das hier. Eroberung von Herzogtümern. Kürzere Waffenstillstände, keine Prestige-Mali, wenn sie gebrochen werden.
glaube, im Zweifel, wenn wir später nochmal Krieg führen wollen, ist das ganz nett. Wir brauchen aber hier auf jeden Fall Schwerpunkt Autorität, Kontrollzuwachs mehr. Sonst dauert das zu ewig, hier die Kontrolle wieder über unsere Sachen zu erreichen. Das wird sonst problematisch. Spionage, Affäre bei der Erfüllung ihrer Pflichten als Ratsspitze auf den Geheimnisgründen. Graf von Briey hat Charlotte, Tochter von König Orson von Westfranken, in eine geheime Affäre verwickelt. Oh. Ich glaube, das würde ich einfach aufdecken. Übrigens kann ich die hier vielleicht jetzt doch mal Lösegeld fordern. Der hat immer noch kein Geld, ne? Ja, dann dauert es noch ein bisschen mit dem Lösegeld. Gaming Color, hallihallo und willkommen zurück. Aber wenn wir hier geheim. Oh, what the heck? Kann ich aber Geld dafür verlangen? Oder ich kann es aufdecken. Ein von euch entdeckt das Geheimnis einsetzen, um ein Druckmittel zu erhalten. Warum steht das nur hier dabei? Ist eine Hexe. Ist eine Hexe. Kann kein Geheimnis zur Erpressung eingesetzt werden. What? Wer bist denn du? Höfling von Herzog Benjamin. Aufdecken. Dieses Geheimnis wird bereits von ihr euch als Druckmittel eingesetzt. What? Wer bist du? König von Höfling von. Das ist von unserem Lehensherr. Frage ist, wird die für irgendwas benutzt? Die ist nur Höfling, ne? Die ist eine wahnsinnige Hexe. Oh Gott. Zum Rotkohlchen ein Salatler und ein Weißkrautseeadler gefunden. Das ist doch supi. So, der ist Höfling Godafreys. Ist ungläubig. Ich glaube, das ist eher ein Problem. Affäre von Graf Sway. Das ist hier Charlotte und Graf Sway. Ich kann die also nur beide aufdecken. Für sie ist es ein starkes Druckmittel, wenn man mit ihr was macht. Moment, ist die. Sie ist bucklig? Warum schläft er denn mit einer Buckligen? Ich meine, hübsch ist der jetzt auch nicht. Vor allem ist er verschwenderisch, aber. Für sie ist ein starkes Problem, weil für Männer ist es nur verpönt. Frage ist, was will ich? Will ich einfach nur stunk machen? Ich meine, ich könnte einfach nur stunk machen. Das wäre kind of okay. Ich glaube, die wollte ich mal erpressen, um irgendwie einen Mordkomplott zu planen. 55%. Könnt mein König töten? Aber ich frage, schneide ich mich denn nicht ins eigene Fleisch? Weil der hat nur einen super jungen Sohn. Oder den Sohn umzubringen ist schwieriger als den König umzubringen. Achso, weil ich selber an seinem Hof bin. Und jetzt Komplottschmieden machen. Dann haben wir ja sie von König so erpressen. Erpressen? Wir haben ein Druckmittel gegen sie. Der ist auch von ihm, ne? Ne, ist er nicht. Cousin von euch. Nevermind. Die ist von Herzog Benjamin. Westfranken, König Orson, König Godafres. Erpressen, ja. Jetzt ist die Frage, können wir sie so in unser Rankespiel hineinkommen? Komplotte. Drei Agenten einladen. Hier Druckmittel einsetzen. Komplott einladen. Genau. Das ist nämlich die Prinzessin, oder? Prinzessin Magdalene von Aquitanien. Jawohl. König Luke von Aquitanien. Moment, ist es die Schwester? Nein. Hier mit dem verwandt. Ist egal, es ist eine Prinzessin von Aquitanien. Dann sind wir bei 80%. Ich glaube, sonst können wir niemanden sinnvollerweise überzeugen, weil die 100 Gold nehme ich nicht, um jemanden zu überzeugen. Vielleicht kriegen wir ihn ja getötet. Mal sehen. Auch immer ein bisschen, einfach ein bisschen stunk. Was? Meinung erhöhen?
Bürgermeister wird von euch hart, euer Vasall hat niedrige Meinung von euch, er würde das Leben vereinfachen. Oh, von mir aus. Und wir sind verschuldet, ich weiß, aber gleich nicht mehr. Ratsmarschall beeindruckt Vasallen. Ist nicht so richtig klar, was ich damit machen kann. Haben uns Ritter ein... Ich kann Ritter einladen. Ritter einladen, wenn wir brauchen, weil ich glaube, uns sind ein paar abhanden gekommen. Aber wobei... Sind sie gar nicht. Sieht noch relativ gut aus. Aber ein paar von unseren Höflingen sind uns abhanden gekommen. Moment. Was passiert denn hier schon wieder? Verpisst euch. Mehr brauchen wir nicht. Wir brauchen die ganze Armee. Mord, lasst Jucken wachen. Ihr verliert 50. Mordkomplott erhält Fortschritt. Schneidet Löcher in ihre Gewänder an unziemlichen Stellen. Hallihallo Stella. Einen wunderschönen guten Tag. Danke für den Raid. Herzlich willkommen an alle, die jetzt dazugekommen sind. Was habt ihr denn gespielt? Was ging bei euch? Wunderschönen Hallo wunderschönen Dienstag. So rum. Wunderschönen Hallo Dienstag. Nye, 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 nye. Ich bin voll toll. Hallihallo. Ich plane gerade mein Lehnsherr zu ermorden. Assassin's Creed. Das neue oder ein altes? So, und wir wollen kein Gold ansetzen, weil wir haben kein Gold. Der Diener, der damit beauftragt ist, die Gewände der Wachen von König zu reinigen, wird von vor mich gebracht. Niemand würde bemerken, wenn ihr... er etwas in Gedenken anstellt und wenn man dafür sorgen könnte, dass die Gewänder irgendwie die Wachen ablenken könnten. Ja, wir machen Löcher rein. Ich spiele Crusader Kings. Wie erklärt man das? Ich glaube, man erklärt es am besten als Mittelalter-Strategie mit Rollenspielaspekten, denn das bin ich aktuell und ich habe schon ein paar Leute durch. Also du spielst immer deinen aktuellen Herrscher von dem Reich, in dem du dir aussuchst, anzufangen. Ich bin hier gerade Herzog von Bretagne. Leider fehlt mir hier noch eigentlich ein... Mit dem Rechte nach würde mir die Grafschaft Vans zustehen. Aber leider ist hier ein relativ, oder in der Vergangenheit relativ starker Nichtverbündeter gewesen. Und ich wollte ihn nicht angreifen. Aber ich bin das aktuell. Herzog Marco Mabebut Gual von Bretagne. Und das hier unten sind meine Kinder zum Beispiel. Ja, ich habe ein paar Kinder. Meine Frau war sehr gebärfreudig. Und das war mein Vater, den ich vorher gespielt habe. Ebenfalls. Damals noch ein Graf. Ich bin dann Herzog geworden. Und da geht es ein bisschen darum, dass man jetzt versucht, sich hoch zu organisieren. Mit Intrigen oder auch nicht Intrigen. Und versucht halt sein Haus zu Ruhm und Reichtum zu führen. Man kann dann auch später Kriegerorden gründen oder eigene Religionen gründen und König und Kaiser werden und sowas. Gibt ganz viele Möglichkeiten. Und hier muss ich mich gerade verteidigen, weil ich habe hier unten noch einen Krieg. Weil die blöden Engländer hier irgendwie einen Religionskrieg meinten, mein Herzogtum erobern zu müssen. Es gibt auch einen Multiplayer, der funktioniert manchmal. Komisches Spiel, dieses hier habe ich auch noch nie gespielt. Ja, genau, Xan. Warum kommt eigentlich wieder der Nächste und will mir ans Bein pissen hier? Ja, also ich muss dann immer bestimmen, wo ich meine Armee ausheben will. Und dann drücke ich auf Armee ausheben, damit die mir nicht auf den Piss gehen da oben. Ich brauche nicht meine ganze Armee, deswegen habe ich hier direkt abgebrochen. Komplott aufgeflogen. Ja, okay. Das Komplott wird aufgedeckt, auch wenn die meine Verstrickung darin noch nicht aufgedeckt wird. Okay, ich hatte geplant, meinen König zu töten, also meinen Lehnsherrn. Das hat ja nicht funktioniert entsprechend. Und da ich jetzt nur noch 5% Erfolgschance habe und 20%, dass es Geheimhaltung gibt, ansonsten wird aufgedeckt, dass ich damit beteiligt bin, das wirft dann ein schlechtes Licht auf mich. Deswegen geben wir das Komplott lieber auf und bringen den lieber nicht um. Oder zumindest nicht auf diese Weise. Das ist vielleicht die bessere Bezeichnung. Wie überstehst du denn so die aktuelle Corona-Situation, Stellarchen? Ach nee, du glaubst, du mochtest das nicht, wenn man dich irgendwie verniedlichst, ne? Hab nichts gesagt.
Also wir hatten hier gerade tatsächlich in der letzten Stunde das Königreich von nebenan, hier Westfranken, und die Engländer, die mein Herzogtum wollten. Und keiner von beiden hat's gekriegt. Was ist eigentlich das für ein Krieg hier? Eroberungsherzog von Herzogtum Navarra. Da bin ich nicht beteiligt. Das muss er ohne mich ausfechten. Es sind eh 14.000 Leute da. Du hast es dir gemerkt. Du schaffst sogar Leute, die mich länger... Ja, du hast es, glaube ich, mal sehr, sehr vehement ausgedrückt, wo irgend sowas in der Richtung in deinem Stream kam. Ich weiß, ich war lange nicht mehr da. Aber ich habe viel gearbeitet, beziehungsweise erst Bachelor und jetzt arbeiten und dann ein bisschen selber halt streamen und so. Dann hat man nicht mehr so viel Zeit, leider Sachen zu konsumieren. Umso netter, dass du mal reinschaust. Ein indiskretes Rat. Und dann gibt es immer so wieder Ereignisse, die so ein bisschen eine Geschichte von deinem Charakter erzählen. Ein indiskretes Ratsmitglied. Nach einer tadellosen Dienstzeit als Ratsspitze vertraute ich Philomena so sehr, dass sie erlaubte, sich völlig frei bei Hofe zu bewegen. Allerdings musste ich nun erfahren, dass sie meine Gastfreundschaft ausnutzte, indem er Unzucht, sie Unzucht treibt. Das Opfer, mein Sohn Samuel. Das einzig Gute ist, dass in meiner Religion männlicher Ehebruch nur verpönt ist und nicht verboten. Ansonsten wäre das echt blöd. Immer diese arbeitende Bevölkerung. Für diese Dreistigkeit gehst du in den Kerker. Aber die ist meine Ärztin, die ist voll die gute Ärztin. Die hat 24 Bildung und sonst auch alles super hoch. Warum? Nein, ich will nicht, dass sie in den Kerker geht. Es wäre eine Schande, wenn es ins Licht käme. Ihr vorhin Geheimnis ist geschehen. Begann eine Affäre. Ich könnte die Affäre jetzt unterbinden. Aber will ich eigentlich gar nicht. Wenn daraus ein Bastard wird, den ich vielleicht später spielen kann und der Genie erbt, ne, was auf alles plus 5 Punkte gibt, das wäre so super. Ich würde gerne als ein Genie-Bastard weiterspielen. Nee, das behalten wir für uns. Mein Sohn, der vögelt da ein bisschen rum. Ach, das ist jetzt alles nur so... Nur halb so wie relevant, ne? Ab in den Kerker, nein! Du bist schon ein Bastardo? Wow! Wow, Xan! Bei der Erfüllung ihrer Pflicht als Ratsspitze für ein Geheimnis geschlossen, das Herzog Bonnard von Nostrien hat. Er hat im Verborgenen Komplotte geschmiedet, um Adelinen zu ermorden. Oh, die ist tot. Starb bei einem Jagdunfall im Alter von 24. Ich meine, sie war eine Meisterjägerin. Aber wer ist das? Das ist jemand von niedriger Geburt. Warum wurde die umgebracht? Die hat überhaupt keine Rolle gespielt, nirgendwo. Hier steht nicht mehr irgendein Text. Ja, wenn ich normalerweise Leute anklicke, steht hier Ratsspitze von oder sowas. Die hat nicht mehr Eigenschaften gehabt. Ich kann jetzt aufdecken, dass er ein Mörder ist. Jungs sind eben Jungs, einfach mal umbringen, oder was? Weil es geht. Was habe ich da gesehen? Das war ein Video von boah, wie heißt das? Behördenirrsinn oder was da von Extra 3. Wo es einfach ein super Zitat rausgekommen ist, von wegen komisch, aber machbar. Ich glaube, ich kann aber mal auf bei mir eher auf Geheimnisse aufdecken gehen. Ja, bitte an meinem Hof Geheimnisse aufdecken. Für den Fall, dass da welche sind. Jetzt ist die Frage, wollen wir damit was machen? Ich könnte sie erpressen, will ich aber gar nicht. Ich könnte sie aufdecken, dann, wenn ich es aufdecke, wird er als Ehebrecher gebrannt, mag mein Sohn, weil er verheiratet ist. Könntest du vielleicht einfach mit deiner Frau schlafen, anstatt mit irgendjemand anderem? Das wäre sehr nett. Ja, habe ich bei Pizmi gesehen, genau. Ich habe heute ein bisschen Zeit gehabt, weil bei mir was gebaut hat. Achso, und Stella, falls du noch da bist, du kannst jeden Herrscher auf der Karte spielen, also übernehmen und weiterspielen. Hier ist es doch ziemlich groß. Ne, und ich spiele gerade irgendwo hier an dem Fitzelchen. Aber du kannst überall, auch nicht nur die großen Herrscher, hier irgendwie irgendwelche Kaiserreise, sondern du kannst hier reinzoomen und dann hier zum Beispiel den Grafen, oder was ist denn das, Despot spielen. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Nun, nee. Also, wenn du so solche Spiele magst, ist es cool und noch cooler wird es, wenn du Leute hast, die mitspielen. Weil es geht natürlich auch komplett im Multiplayer. Allerdings muss man da dann, glaube ich, ab und zu mal ein bisschen pausieren und aufeinander
Ich bevorzuge jemanden, der die Welt. Du kannst ja dein. Das ist ja so ein bisschen dann die Herausforderung, was ich auch gemacht habe. Ich habe mit einem sehr niedrigen Grafen, der nur so zwei. Also Grafschaft ist die niedrigste Einheit. Das ist hier, Moment, dieses ganze Ding. Das ist so eine Grafschaft, das ist die niedrigste Landeinheit zum Besitzen. Und mit zwei davon habe ich angefangen und versuche mich halt jetzt hochzuarbeiten. Das ist so ein bisschen meine Herausforderung. Und du kannst dann auch einfach ein eigenes Reich gründen oder so. Aber du kannst natürlich auch irgendwie hier mit einem Basilius Methodius vom Byzantinischen Kaiserreich starten und dann dein Kaiserreich weiter ausbauen. Aber warum sagst du Xan nur im Nicht-Eisenmann? Ich bin im Iron Man und du kannst mit jedem starten, auch da im Eisenmann. Du kannst mit jedem Charakter starten, den du möchtest, auch im Iron Man-Modus. Meine Bekanntschaft wurde gefangen genommen. Aber nicht, ja, du kannst nicht im Safe-Game wechseln, das ist richtig. Du musst sie am Anfang aussuchen, was du machen willst, das stimmt. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich den da auslösen darf. Ich den nicht, meine Bekanntschaft. Ja, gut. Meine Bekanntschaft ist halt jetzt mal ein bisschen. So, wir wollten aber jetzt unsere Vasallen, unsere Höflinge vielleicht erstmal ein bisschen auslösen. Weil der war eigentlich, ich glaube, einer meiner guten Ritter hier. Auslösen. Für 10 Gold annehmen. So, dann wollen wir vielleicht auch mal unseren Sohn auslösen. Ja, für 25 Gold. Geht halt nur so. Damit wir mal wieder unter unsere Fittiche kriegen, sonst entwickeln die sich nämlich blöd. Und wir können sie vor allem auch nicht verheiraten. Hier nochmal für 10 Gold noch einen Sohn. Von, nee, einen Höfling von. Oh, das war ein Höfling von uns. Wir wollten eigentlich, hätten lieber unsere Tochter auslösen sollen. Dammit. Ja, jetzt brauchen wir 25 Gold. Dumm hier laufen. Dumm hier laufen. Wieso habe ich eigentlich hier schon wieder 1500 Mann stehen? Was wird denn das, wenn es fertig ist? Haben wir es dann bald? Eine Fresse. Kommt hier immer wieder die komischen Engländer runtergejuckelt, ja, und wollen mich irgendwie hier einnehmen. Könnt ihr es mal sein lassen? Geht mir auf den Keks. Wir sind bekannt für die Hingabe an unseren Glauben. Sehr schön. Und jetzt jage ich dich da. Geht mir auf den Sack. Wisst ihr das? So, wir haben Sieg gewonnen. Dafür kriegt man natürlich Glaubenspunkte und alles. Moment. Mir egal, wenn wir jagen den trotzdem weiter. Hier wird nichts zurückgelassen. Mündel profitiert von Unterweisung des Ehepartners. Wir könnten uns vielleicht mal ein bisschen für unsere Töchter, die wir jetzt haben, Bündnispartner suchen. Die sind nämlich intelligent und hübsch. Da müsste sich doch was machen lassen. Da müsste sich doch was machen lassen. Bündnismacht. 6000. Herzogtum von Tirol. Die könnten schon noch herkommen zu uns. Ist der in einem Krieg? Nein, ist er nicht. Also ist ja mir egal, wenn du. Ne? Wenn da keine Kinder rauskommen, ist das mir ja wurscht. Aber würde ich nehmen. 6000 Mann Verbündeten? Nehmen wir. Versuchter Mord. Mein Geheimnis ist, dass meine Höflingin Gariapella steckt hinter dem gescheiterten Anschlag auf Eckfried. Keine Ahnung, wie der Name kommt. Ich glaube, es sogar Eckfried heißen. Aber es ist mir auch beides relativ Wumpe. Habe ich mit der irgendwas? Höfling von euch, rachsüchtig, Abenteurer. Ich glaube, die hat meine Kinder ausgebildet. Weil die relativ hohe Werte hat. Und meisterhafte Philosophin ist. Was aus den Schatten heraus? Habe ich irgendein Achievement bekommen? Vielleicht sollten wir jetzt mal nachgucken. Boah, wer ist denn das jetzt hier? Hat Eckfried versucht zu ermorden? Hat sie. Sie hat meine Tochter nämlich noch als Mündel eigentlich. Das ist dann natürlich ein bisschen blöd. Bündnis geschmiedet, sehr schön. Können wir jetzt mal die.
Sag mal, die falsche Armee. Moment, das sind ja 3000 Mann. Ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren, um mir bei Tiroler Anspruch auf Herzogtum von Salzburg anzuschließen. Okay. Müssen wir wieder Krieg führen? Herzogtum von Salzburg. Das sind 18.000 gegen 12.000. Aber auch nur, wenn ich dabei bin, 18.000. Ja, also minus 5.000 ist 13.000 gegen 12.000, wird also knapp. Wir müssen auf jeden Fall ein paar Trüppchen darüber schicken. Das geht nicht anders. Jetzt kommt hier schon wieder jemand angelümmelt. Oh, ihr nervt mich. Können wir den Krieg ja nicht mal gewinnen? Das sind bei 98%. Haben wir gleich gewonnen. Alle Armeen ausheben. So, noch eine Stufe mehr, wäre ganz gut. Oh, hat nicht viel gebracht. Hat ja richtig viel gebracht, die Stufe mehr. Okay, wir können auch einfach das sein lassen, weil wir sind auf 100%. Sprich, der Religionskrieg ist gleich entschieden. Und wo ist meine andere Armee? Da. Krieg gewonnen, genau. Den Krieg haben wir also auch gewonnen. Sehr schön. Dann können wir die Armee hier wieder auflösen, ja. Kostet uns hoffentlich weniger Geld. Gefangene können Lösegeld einbringen. Jawohl! Moment, war das alles, was ein Gefangenen Lösegeld einbringen konnte? Lösegeld fordern. Hier. Kann sich 50 nicht leisten. Ja, da warten wir noch ein bisschen. Wir müssen aktuell ein bisschen unser Geld zusammenhorten. Er kriegt ja genug Geld rein. Er hat irgendwie plus 40 an Einkommen. Könnt ihr kurz warten, dann, bis ich da bin? Dann würde ich auch... Würde ich auch mitkämpfen. So ist ja nicht. Tirol gegen... Was ist das? Was ist das? Ein Raab? Okay. Geheimnis offenbart. Ein kleines Geheimnis perverser. Schwelender Groll. Benjamin hat nun schon eine Weile lang geheime Gefühle für Dobrunjega. Dobrunjega? Wer ist das denn? Tochter von Graf Laurent. Als jedoch seine Gefühle gestanden haben, wird Dobrunjega schroff. Jetzt murmelt Benjamin ständig vor sich hin, wenn er vorbeigeht. Ach, süchtig. Ist der nicht sowieso? Nee, der ist nicht auf Ränkespiel. Oder? Doch, so ein bisschen. Der ist mein neuen Ränkespiel. Doch, den kann man schon als... Das ist zwar sündhaft, aber den werde ich wahrscheinlich eh nicht spielen. Der hat im Prinzip nur Wohlgestalt. Der kann rachsüchtig bleiben, würde ich sagen. Der kann rachsüchtig bleiben. Wie sieht das aus mit der Kontrolle? Ist immer noch nicht ganz fertig. Dammit. Dann passiert halt leider nicht so viel in der Zeit. Hat der hier eigentlich irgendwelche... Oh, der hat jede Menge Verbündeten. Der hat jede Menge Verbündete. Dammit. Aber wenn ich einen Krieg erkläre, kann ich auch meine Verbündeten reinholen. Und ich habe da auch, glaube ich, ein paar hier mit 3500 und mit 7000 Mann. Frage ist, der ist ja selber beschäftigt, ob der da irgendwie einwilligt. Übersteuerung sorgt für Banditentum. Ach Mensch. Für schlechte Verwaltungswerte des Ratsverwalters. Haben wir da einen besseren? Nope. Haben wir nicht. Kriegen wir nicht. Wir haben keinen besseren. Da kommen wir 9000 Mann noch mehr. Ich hoffe, ihr kriegt das hin. Die Aufgabe für Kontrolle ist durch. Sehr schick. Ist die Frage, wo nehmen wir das nächste hin? Wir haben den Krieg ausgesessen, mehr oder weniger. Mit meinem Onkel. Also wir haben wirklich einfach ausgesessen alles. Mal kurz gucken, wo ich das meiste Gold herkriegen würde. Minus 54%. Minus 29%. Minus 13%. Minus 60%. Eins. Ich werde mal wohl Leon, glaube ich, mal ausbauen, nochmal kontrollieren müssen hier. Also... Ne, der Krieg gerade eben von den Engländern, den haben wir abwehren können, die waren nicht so wahnsinnig stark. Und hier haben wir Paris eingenommen in Westfranken
Und ich glaube, dadurch ein bisschen, bei so ungefähr 70% hatten die maximal als Kriegswert gehalten. Und irgendwann war ihm einfach das Geld ausgegangen. Der hatte irgendwie minus 40, wo er seine Armeen ausgehoben hatte. An Geld. Was natürlich ein bisschen Problem. Oh nö, jetzt fangt nicht mich ab. Da kommt der richtige Ackermatch hier. Uff da! Rinder! In die Uhle. 32 Ritter hier. Das sieht doch. Oh nee. Unser Ritter wurde, glaube ich, getötet. Oh no. Über dem. What? Über Domainschwelle? Ach, ich habe Sachen zurückgekriegt, wa? Was verlobte. Achso, sie ist erst 16 geworden. Ja, hier, dann heirate doch endlich. Dann war das nicht mal ein Ehebruch. Das ist ja noch besser vorhin. Dann ist mir das ja komplett egal. 12.000 gegen 3.000. Das kriegen wir doch aber, oder was? Oder wie? Jawohl. So, jetzt müssen wir aber nur unseren Ratsverwalter neu besetzen. Der ist schon Ritter von euch. Zuweisen. Auf geht's. Haben wir das Problem, dass wir über Domänenschwelle sind. Wir haben einen Wert von 10. Wir kommen also sowieso nicht. Kommen sowieso nicht besser hin. Wir müssen also wieder was abgeben, blöderweise. Was können wir denn hier zurückbekommen? Ich glaube, das hier war. Hier, einen niederen Adel verleihen. Auf geht's. Dann sollten wir uns... Haben meine Agenten keine Geheimnisse aufspüren können? Okay, dann lasst uns keine weitere Zeit verschwenden. Das heißt, der wird wieder... Ne? Kann das jetzt? Oh, hier. Nur noch 11. Jetzt Batman. What? Wo hab ich denn das ganze Geld her? Ich glaube, ich habe gerade irgendwie 500 Gold beim Krieg bekommen. Okay. I guess. Nehme ich. Kann hier eine Stadt errichten. Oder wir könnten hier was bauen. Nee, kann ich nicht. Quatsch, ist ja nicht meins. Hier natürlich eine Stadt errichten, die ich dann an jemanden abgeben müsste. Aber ich kann eine Stadt errichten. Oder wir können Sachen ausbauen. Wie unsere Kernburg. Haben wir eine höhere Garnison. Oder die Weiler ausbauen. Hier kriegt man mehr Gold. Sitztumsteuern. Plus 1%. Ich glaube, ich würde eher an mehreren Stellen Sachen verbessern. Dammit. Brauchen wir 255 dafür. Warum darf ich das jetzt nicht? Ach, weil wir die Verbesserung noch nicht haben. Das ist ja gemein. So, dann haben wir noch 200 Reserve an Gold. Das sollte erstmal eine Weile reichen, glaube ich. Haben wir jetzt noch Gefangene? Immer noch ein Kind. Für 7. Hm, besser als nix. Gibt kaum etwas, was ich mehr schätze als die Gesellschaft von Bürgermeister Svea. Boah, wir können mit ihr ein bisschen Zeit verbringen. Da verlieren wir Anspannung. Ganz nett. Ersparnis im Haushalt. Schon wieder 90 bekommen. Ja, ab geht's. Wir können mal uns hier irgendwie anhängen. An die Armee. Ankoppeln, dann muss ich mich um die nicht kümmern. In die größere, I guess. Aber wer tut es damit was? Oder tut damit auch nichts? Tochter freigelassen. Jawohl. Damit sind alle wieder von uns frei. Sehr gut. Aber ich glaube, nach einer gewissen Zeit bringen die nichts mehr an Lösegeld. Ziel wäre jetzt irgendwie, unser Gold wieder beisammen zu halten. Das wäre ganz nett. Unsere Verbündeten zu helfen, kriegen wir auf jeden Fall hin. Wie sieht es inzwischen hier aus? 600 keine Verbündeten. Haben wir nicht einen... Wir haben keinen Anspruch auf dich. Können wir natürlich in die Auvergne hier unten. Ich glaube, für das Bistum, für die Auvergne war das vorhin, wo wir was fallen gelassen haben. Könnten wir natürlich dort weiter ausbreiten.
Aber aktuell habe ich echt ein Problem mit meiner Kontrolle, deswegen glaube ich, würde ich das nicht tun. 3 Jahre verbleiben für die Kontrolle, ey. So ein Cheat. So ein Cheat. Du machst wieder nichts mit den. Oh, du lässt sie sich wieder komplett versammeln, wa? Moment, wo läufst du jetzt hin mit deiner Armee? Okay, ich verstehe das nicht, wie die hier die Armeen. Ich will die nicht mehr angekoppelt lassen. Das Gefühl, da ist wichtiger. Will die aber zum großen Teil hier hinschieben. Hier 3000 Armee, erste Armee von Innsbruck ankoppeln. Laufen wir da hinterher. Onkel freigelassen. Was? Onkel wurde gefangen genommen? Onkel Benjamin von euch wurde gefangen genommen. Und zwar dieses Gräfin Ersiebte von. Diese Schlacht von Saint-Caire gewonnen. Ah, die haben einfach einen anderen Krieg gekriegt. Kann das sein? Oh, und er ist gestorben. Ah. König Ol. Moment. Nee. Wo ist denn der König? Hier, das ist der König Orson. Vierte. König Orson der Fünfte ist auch gestorben. Ein Alter von 44 direkt. Gicht geplagt. Das ist natürlich nett. Wenn wir jetzt Mord schmieden würden. Would be a shame if you would die, I guess. Weil du viel zu jung bist, um Kinder zu kriegen. Und wir haben jetzt super viele Agenten da dabei. Holy shit. Ja, das sehe ich uns mal. Westfranken zerfällt, würde ich behaupten. Das Ende von Westfranken ist gekommen. Lang lebe Aquitanien. Würde ich zumindest versuchen. Wir können Formen zuweisen. Du bist intelligent und hübsch. Kann mir selber als Formen zuweisen. Nehme ich. Wir können Kriege erklären. Ist gerade nicht so wichtig. Und du wirst einfach alt und ungenutzt. Ist leider so. Da ich den Ratsprediger nicht vergeben darf, hast du Pech gehabt. Was ist denn eine Fraktion? Es gibt eine Fraktion gegen mich in Bauernpöbel. Ja. Das ist mir relativ egal. Unzufriedenheit zu schwach, will niedrige Lehnsautorität. Da könnte ich beitreten und versuchen, unsere Abgaben zu mindern. Aktuell mag er mich aber und ich bin in seinem Rat. Wodurch ich jede Menge Prestige kriege. Nee. Bin da, glaube ich, erstmal mit ganz zufrieden. Fällt mir gerade ein, haben wir eigentlich irgendwelche coolen Ritter bekommen? 15. Ne, sieht nicht so aus, dass die irgendwas Tolles können. Gehen wir noch an. Nope. Der hat relativ hohe Diplomatie. Das war's aber dann auch. Nee. Nee, nee, die können nichts Gutes. Okay. Also, ich habe hier mich angekoppelt, ja. Ich laufe einfach dort hinterher. Wir haben eine 15.000-Mann-Armee. Und du lässt dir trotzdem gerade dein eigenes Zeug einnehmen. Schon euren unterdrückerischen Gesetzen, das ist vorbei. Wir haben euch genug Steuern gezahlt. Sobald der Schatzkammer und Vorratskammer leer sind, werdet ihr euch noch wünschen, uns gerechter behandelt zu haben. Ich will keinen Steuererlass gewähren. Dann lieber Bauernpöbelkrieg, glaube ich. Moment. Aktion. Wie groß sind die? Bauern aus Grafschaft 0? Gleich Volksmeine und Grafschaft von Renz. Gleiche Kultur 0. Die Militärstärke nicht so richtig. 15%. Also weißt vorher nicht, ne? Nee, ich will kein Steuerlass gewähren. Sammelt die Truppen. 800 Mann. Ja. Wenn ihr unbedingt wollt, geht's auf die Nase. Mordagent und Trunkenbold. Nehmt euch doch ein Humpenjean. Mögliche Ergebnisse. Ihr bekommt Eskapaden, sind hilfreich. Mordcomputer erhält Fortschritt. Sie entlarvt sich selbst. 51%. Nee. Jean verliert. Gräfin Jean muss sämtliche starken Getränke fernbleiben. Also, sie ist ein Trunkenbold, wa?
Upsi. Ich hab hier Löcher in die Klamotten geschnitten. Die laufen jetzt natürlich auch mit nackten Sachen rum, ne? Weil ich Löcher in die Klamotten geschnitten hab. Also ich glaube, es ist eher okay, wenn sie ein bisschen Meinung von mir verliert. Aber Allah. Sie fahren direkt bei den Nippeln, ey. Das ist doch nicht euer Ernst. Oh Mann. Die Frage ist, ob sie aussteigt, wenn ich... Ja. Mal sehen, was es bedeutet. Das ist immer noch bei 95%, auch wenn sie aussteigen sollte, glaube ich. Aber bei den anderen ist es nicht, oder? Nur bei ihr, aus irgendeinem Grund. Sonst ist es gar nicht. Jetzt ist es hier nicht mehr. Keine Ahnung, warum das jetzt war. So, Waldverteidigung, Verteidigungsgebäude, mehr Truppen. Sieht gut aus für uns zu gewinnen. Und man davon abgesehen, dass der es eh nicht schafft, richtig zu erobern. Es ist gelungen, den feindlichen Befehlshaber vom Bauernaufstand gefangen zu nehmen, glaube ich. Oder zu verwunden? Ich glaube, zu verwunden. Der hat einen relativ hohen Befehlshabervorteil mit 25. Kriegsführung wert plus 20. Nice. Forderung erzwingt. So, da haben wir den jetzt. Können wir das wieder auflösen? Das gibt uns wieder ein bisschen mehr Geldspielraum. Und jetzt haben wir hier ihn. Ja, der hat echt 20 Kriegsführung. Holy shit. Den darf ich aber gar nicht. Den setzt Frömmigkeit ein, verliert Meinung von uns. Unlängst gefoltert. Wir foltern ihn mal eine Runde. In den guten alten Streikmann kann man doch nichts mithalten. Das Geräusch von brechen Knochen und reißen Sehnen ist einfach unvergesslich. Doch nicht so aus unvergesslich wie der Schmerz, den er bald erleben wird. Oh. Moment. Framuel Leon, das sind nicht wir. Er hält die Eigenschaft wahnsinnig. Zu 5%. Moment. Erhält 53 Anspannung, weil sie tapfer sind. Moment, bin ich tapfer? Erhält ich jetzt Anspannung? Nee, ich halte nicht Anspannung. Er erhält Anspannung. Das ist okay. Das ist okay. Neuer Vorzug hier. Dienst an der Krone. Mehr Zuwachs. Für mehr... mehr Kontrolle. Wir müssen unsere Leute wieder auf Kurs bringen. Keine Vormunde für Kinder. Sohn Pierre. Sohn Pierre ist intelligent. Summe aller Werte. Aber viele Mentor, ne? Die hat halt echt viele Leute bei uns unterrichtet. Die hat einfach ein Genie. Druckmittel einsetzen? Die wird doch eh annehmen. Warum soll ich dann Druckmittel einsetzen? Und du bist mir relativ Wumpe. Nee, du darfst von Garifalia. Ah, nee, du wirst vom Ritter. Oh, hier vom Pseudo-Ritter wirst du unterrichtet. Mächtiger Ball. Das ist doch immer noch der gleiche, oder? Der gleiche Typi. Nee, ist nicht der gleiche Typi, aber er ist trotzdem kacke. Danke. Wenig Kontrolle in gemeinen Nance und Rennen, ja. Den muss ich halt noch wieder herstellen. Ich bin ja dabei. Hier ist schon nur minus 33%. Sieht doch gut aus. Ein Kaufmann hat mir eine Probe einiger Samen geschickt von Pflanzen, die angeblich gut für Gesundheit und Geist sind. Ich muss gestehen, dass ich kaum Erfahrung in der Aufzucht von Pflanzen habe, aber wie schwierig kann es schon sein? Sie werden Grundstein meines privaten Gartens. Zu 20% erhalten Eigenschaft Kräuterkundler. 60% erhalten 10 Jahre lang Sucher des Wissens. Krankheitswiderstand mittlerer Bonus. Das wäre echt nice. Ränkespielenbildung. Die sind etwas wert, 50. Nö, ich glaube, ich würde eher versuchen, sie einfach nicht, wollen einfach nicht wachsen. Kräuterkundler. Oho! Lebenswandeleigenschaft. Nice. Krankheitswiderstandsbonus. Dann leben wir da, glaube ich, doch ziemlich lange. Dann müssen wir eventuell doch mal gucken, dass wir nachdenklich. Du kannst auf Verwaltung gehen. Hier, geh mal auf Verwaltung. Mit dir eigentlich irgendwas zugewiesen? Kriegsführung. Ränkespiel. Diplomatie.
Meine Töchter sind halt schon verheiratet, ne? Die Männer noch nicht. Okay, wir haben überall schon Lebenswandel zugehört. Leckermauer. Wenn es eine Sache gibt, der König André einfach nicht verstehen kann, so ist es eine Lieblingsspeise. Bon Appetit. Mal sehen, ob das funktioniert, was wir machen wollen. Wurde von euch getötet. Beendetes Komplott. Ihr haltet 25 Anspannung, schluckt den Köder Pfefferkuchen um Luft, pfiff und schnaufte und brach dann als trauriger Haufen zusammen, um sich nie wieder zu erheben. Als Bäcker dagegen wurde... Alle Bäcker dagegen wurden doch befragt, doch man fand keinerlei Hinweise auf das ein übles Spiel. Ja, jetzt bin ich gespannt, was mit Westfranken passiert. Und wer hat das denn jetzt geerbt? Ich hätte vielleicht auf die Erbschaftsfolge gucken sollen. Ja, das zerfällt ein bisschen mehr. Fuck. Ich glaube, mit dem Kind hätte ich mehr anfangen können als mit dem. Der hat nämlich jetzt wieder Kinder. Wobei, die sind... Ah, die sind verheiratet. Shit. Prinzessin. Heirat arrangieren. Mit einem von meinen Söhnen. Neffe von euch. Neffe von euch. Ritter von euch. Sohn von euch. Clemens. Wird nicht annehmen. Dammit. Das ist, glaube ich, schon der wahrscheinlichste, ne? Das ist schon der wahrscheinlichste. Warum würde er das nicht annehmen? Das ist ja frech. Er müsste uns wahrscheinlich mehr mögen. Apfel mit Baumholz. Dankeschön auch für den Follow von dir. Herzlich willkommen im Stream. Schade. Ich dachte, ich krieg da vielleicht mich irgendwie eingeheiratet. Prinz. Kann ich für den eine Heirat arrangieren? Nichte von euch. Ja, der minus 303, das ist nicht mal ansatzweise im Rahmen. Ich glaube, dass der Stand noch ein bisschen sehr unterschiedlich. Den Königstochter zu heiraten, wenn ich Herzog bin, ist vielleicht überambitioniert. Aber wir sind zumindest wieder im Plusgold. Moment, den hier wollen wir aber eigentlich... Oh, den hätten wir als Heerführer irgendwo einsetzen müssen, aber der ist immer noch nicht erwachsen. Der braucht nochmal einen Krieg später. Den will ich loswerden und eigentlich auch den hier, auch wenn der intelligent ist, aber der ist leider zu alt in vielen Situationen, glaube ich, mit dem viel erreichen kann. Oder wir müssen damit seinen Kindern irgendwie weiterspielen. Sebastian Marco, kann ich den einfach in matrilineare Heirat loswerden? Hier irgendwie Bündnis macht. So, Sebastian will ich eigentlich loswerden. Kann ich den nicht hier dann von wegen? Du hast 9000 Mann hier irgendwie. Prinzessin. Heirat arrangieren. Wo ist Sebastian? Sebastian, matrilineare Heirat? Nee, will er trotzdem nicht. Ach, scheiße. Ups, das war falsch geklickt. Dann zu mir zurück. Ach man, Sebastian, was machen wir denn mit dir? Dann brauchen wir irgendwie eine Bündnismacht. Herzogtum von Böhmen. Böhmen ist ein Stück weit weg. Finde ich persönlich. Sie ist tapfer und gefühllos. Was bist du eigentlich? Maßvoll, treuherzig, rauflustig. Ebenbürtig. Darf ich hier matrilineare Heirat machen? Dann Kinder aus dieser Ehe werden zur Dynastie. Aber dann verliere ich ja. Also, sollte ich irgendwann mit dem spielen, habe ich dann ein Problem. Vor allen Dingen ist das irgendwie Quatsch. Chance auf Kindermoderat. Ja, hier, komm. Ich muss irgendwie nochmal sehen, dass ich meine Herrschaftsreihenfolge ändere. Meine Schwiegertochter hat ein Kind zur Welt gebracht. Ah, das ist, ja. Samuel. Wir brauchen wieder einen Namen, Leute. Habt ihr Bock, einen Namensvorschlag mitzuteilen? Für ein intelligentes Kind. Für einen intelligenten Enkelsohn. Wie sieht denn das aus bei euch? Am Vorraum. Oson. Ein guter bretonischer Name. Guy. Albert. Oder Albert in dem Fall eher. Wir können Albert nehmen. Nach einem Verwandten mit. Nee. Hier, Albert. Bündnis geschmiedet, sehr schön. Wir bauen wieder ein bisschen unsere Diplomatie aus. Herzogtum von Bretagne. Gesetz, männliches Vorrecht.
Ach, das ist, weil wir ein Gesetz erlassen haben dort, oder was? Wir können Kriege, ja. Wir können Kriege erklären, aber das ist alles nicht so geil, wenn wir so wenig Kontrolle haben und so wenig Gold verdienen. Liegt das daran, weil du uns nicht magst? Aber du bist doch schon vor lange unser. What? Lehnsherr wurde der Krieg erklärt? Ach, nicht schon wieder. Niederlage? No! Wir haben jetzt echt mal gekämpft und verloren. Na, herzlichen Dank. Kriegspunkte minus 5, Kriegsbeteiligung geändert plus 600. 6000 Gegner. Ist das euer Ernst? Wir haben 13.000 gegen 8.000 und ihr schafft es trotzdem, 6.000 gegen 9.000 zu kämpfen? Oh Mann, ey. Das geht ein bisschen gegen Strich, ey. Muss man ehrlich mal sagen. Wo bist denn du eigentlich hin? Wo wollt ihr denn hin? Moment, das Aquitanien? Wie ist denn da Aquitanien? Da ist einfach mal ein Fitzig in Aquitanien. Und da. Unser Lehnsherr war tüchtig. Haben wir das geerbt irgendwie von Westfranken oder sowas? Oh nein, meine Freundin ist tot. Ja gut. Vielleicht können wir wieder hier ein Fest mal veranstalten, oder? Geselliges Beisammensein, damit wir hier nicht so viel. Oh, hier sind wir kein Befehlshaber. Ritter von euch. An keine Armee ist schon bei einer Aktivität. Achso, weil ihr jetzt alle am Fest mal teilnehmen war. Der Weinhändler soll noch in der Stadt sein. Wir müssen alle zusammenlegen. Kommt schon. Ich hol mir Geld. Wie viel habe ich hier eigentlich? Moment, warum kämpft denn ihr jetzt gegen... Moment, gegen wen kämpfst du denn noch? Schlacht von Schmalkalden, ey. Welch ein schöner Abend. Moment, mit wem kämpft denn unser Freund noch? Der ist noch im Krieg angreifend. Tiroler Anspruch. Befreiungskrieg. Herzog Patrick III. Hat einen Befreiungskrieg gegen unsere Verbündeten am Start. Ja, das sind halt zwei Kriege gleichzeitig. Das ist vielleicht nicht so geil, mein Freund. Joachim war leider ein bisschen zu spät, Jean. Es tut mir leid. So, kann ich euch jetzt wieder... Nee. Bruder, Sohn und Spielererbe. Ich würde mein Spielererbe gerne loswerden. Muss ich mal kurz gucken. Habe ich das hier ausgeblendet, dass sie nicht dürfen? Erlauben. Eventuell habe ich die hier ausgeblendet gehabt. Ihr haltet eifrige Frohnatur und 150 Prestige. Sehr schön. So, darf ich dich jetzt hier auswählen? Jawohl. Achso, jetzt ist auch vorbei. Hier, Sohn und Spielererbe. Setz mal dich mal ein. Also, das ist ein Rumgekrüppel hier unten. Das geht ja gegen das komplette Reich, ne? Und es geht um Herzogtum von Salzburg. Dann sollen wir vielleicht auch mal Salzburg einnehmen, wa? Wäre ganz sinnvoll. Ich meine, hier drüben muss man eh warten, bis die Sachen durch sind. Glaube ich. Jo, wir brauchen halt die Kontrolle. Dann können wir uns auch um den Krieg hier kümmern erstmal. Das ist eh über die Hälfte unserer Armee. Kämpft hier drüben mit. Wir sind halt hier alleine, ne? 2, 4, 7.000 Mann. Aber hier steht halt mehr dadurch. Ist es irgendwie Quatsch. Aktion gegen König Godafres geschaffen. Eure Bekanntschaft. Moment, König Godafres ist doch unser Lehnsherr. Jo. Was ist denn mit der Fraktion jetzt los? Gegen unseren Lehnsherr. Will Königreich von Aquitanien. Fraktion, die Eimer auf den Thron bringen möchte.
Mir eigentlich ziemlich wurscht. Moment, wir dürfen das nicht belagern? Wir dürfen denn das nicht belagern? Kann mir das kurz jemand erklären? Können wir die Belagerung nicht durch... Oh, nee. Ach, das ist doch kacke. 139 Verluste wegen Zermürbung hier. Geht nicht anders. Aber warum dürfen wir denn die Belagerung nicht durchführen? Die dürfen durchführen. Na, geht doch. Mir kam zu Ohren, dass eine Gemeinde meines Reichs nach Komburg ziehen, wo mein Vasallbürgermeister Ryuata residiert. Ortsansässige, die mich loben, auch wenn sie zugezogen sind, können sicher nicht schaden, dabei sind seine Meinung zu verbessern. Ja, er ist eh schon auf 100. Ist mir nicht wert. So, 6 Monate Belagerung. Wir sorgen mal dafür. Kriegen wir hier noch ein bisschen Gold raus eigentlich? Der Belagerung? Oh, 25. Guck mal einer an. Dann sorgen wir mal dafür, dass wir auch ein bisschen was belagern, damit vielleicht mal ein bisschen was hier in die andere Richtung kippt. Ist nicht beeinflusst. Ja. Den können wir auch, glaube ich, mal einfach sein lassen, den weiter zu beeinflussen. Und haben noch jemanden sonst, den wir beeinflussen sollten? Keine Ahnung, ob wir dich wirklich brauchen. Oder wie sehr wir dich brauchen. Ich glaube, dich können wir noch ein bisschen beeinflussen, dass du einen besseren Job leistest. Als unser Ratsmarschall. Wäre, glaube ich, eine gute Aktion. Katten hegt nun schon eine Weile lang geheime Gefühle für Mueldel. Wer bist du denn? Sie erhält die Eigenschaft keusch. Ihre Gefühle gestand, antwortet er schroff. Er erhält die Eigenschaft keusch. Rachsüchtig. Oder stur. Es ist wichtig für mich, ob sie keusch ist. Für mich darf sie keusch sein. Das ist vollkommen fein. Ich meine, sie ist eh nur ein Bündniszeugniskind. Ist eine Frau. Sie ist ein bisschen gemein allen Frauen gegenüber, aber so viel Wert haben sie halt im Mittelalter. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, wenn die hier auf uns drauf krumpeln. Wird's blöd. Ich weiß nicht, wo der Rest der Leute ist. Also der Rest der Armee. Ne, weil, wenn wir hier mal gucken. 14.000 gegen 9.000. Da fehlen irgendwie 5.000. Ich meine, ich sehe hier 5.000. Wenn wir mal großzügig sind, 7.000. Vielleicht 10.000. Da fehlen immer noch fast 4.000. Das ist großzügig gerechnet. 56 Tage. Ich vermute, die werden sich dann irgendwie regenerieren. Benjamin wird erwachsen. Brillanter Stratege und Pionier. Der ist echt ein guter Kriegsführer dann. Krass. Belagerungsphasen sind minus 30%. Und Kriegsführung plus 8. Holy shit. Und ist nicht mehr verheiratet. Oh, nevermind, so viel zur Kriegsführung. Ha! Ja, brillanter Stratege plus 8 Kriegsführung. Was hat er insgesamt? 8. Hey, Moment, aber da steht doch Grundwert 6, rachsüchtig plus 2. Wurde das nicht aktualisiert? Das Kampfglück müsste doch mehr sein. Kriegsführung plus 8 hat er. Nevermind denn. Wohlgestalt. Grafschaft von Mund. Wo bist denn du? Ah, du bist gar nicht so weit weg. Hier. Heiraten sie. Moment, mit dem wollte ich aber nicht spielen, ne? Nee. Ich wollte idealerweise mit dem hier spielen, weil der intelligent hat. Aber ich weiß nicht, ob ich da jemals hinkomme. Das sehe ich irgendwie noch nicht so. Und meine Kinder darf ich nicht absichtlich umbringen. Wenn ihr Lager aufgeschlagen hat, höre ich laute Geräusche aus den Unterkünften meiner Ritter. Ich halte eine Rede vor der Menge über Zusammenhalt. 92% Kriegsführung, Lebenswandel und sie gewinnen Meinung für mich. Jawohl. Jawohl, hat funktioniert. Richte mich auf, eine Rede darüber, dass wir alle für Herzog von Britannien kämpfen. Sehr schick. Ja, da hilft mir halt der Diplomatie-Skill von 22. An der Stelle. Darf ich eigentlich meinen Lebenswandel schon wieder wechseln? Nee, ne? Weil ich wollte hier ja eigentlich nur
Für mehr Kontrolle in Gemeinden plus 20%. Wahrscheinlich kann ich das hier auch noch machen. Sonst wollte ich ja gar nicht. Ich wollte vor allem die Zuwachs, die plus 0,6 Zuwachs insgesamt. Oh nö. Oh nö. Die gehen wieder weg. Sind mal 10.000 Mann sind weggegangen. Nice. Dann können wir uns hier vielleicht ein bisschen wieder erholen. Das sind hier jetzt schon jetzt fast 5.000 Mann auf einem Fleck. Wir sind bei 28% von dem ganzen Shit. Boah, ich weiß nicht. Wo ist euer... Da hinten. Königreich von Raab. Ich habe auch niemanden gefangen genommen, oder? Naja, das ist nur den. Der hat nicht mal Gold. Wir können den also nur hinrichten. Wir halten Schrecken. Richten wir den hin. Richten wir den hin. Wir halten Schrecken, Frömmigkeit. Nehme ich alles gerne mit. Aufopferungsvoll. Wir kriegen halt echt viel Frömmigkeit. Durch unsere Bildung. Haben wir so einen hohen Bildungslevel? 15. Das ist schon ganz gut. So, jetzt ein bisschen die Frage, mit der Armee halt hier noch was passiert. Oh no. Das sind halt wirklich fast 10.000 und wir sind es nicht. Wir haben hier 5.000. Wobei doch, wenn wir alle zusammen dagegen vorgehen, dann klappt das. Aber nur, wenn wir alle zusammen dagegen vorgehen. Wir müssen schon alle moven hier für die Schlacht. Für die Schlacht von Steyr. Die Schlacht von Steyr wird unser entscheidender Sieg in diesem Kampf sein. Oh, die kommen tatsächlich sehr spät an. Dadurch haben wir schon einiges dezimiert, bevor sie ankommen. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Das könnte wirklich unser entscheidender Sieg werden hier. Da wir jetzt gerade... haben wir gerade 3.000 Mann von denen platt gemacht und wir haben bloß 500 verloren. Das ist sehr, sehr gut. Und haben jede Menge Kriegsdingens bekommen. Jede Menge Kriegsdingens. Was ist eigentlich das hier von der Schraffierung? Warum ist die so dunkel? Das ist von Slowenien? Slavonien, meine ich? Mal 10 Liegestütze. Da muss ich jetzt pausieren. Wenn ihr 10 Liegestütze haben wollt. Dann dauert das einen Moment. Mein Stuhl hier. Sehr schön, haben wir wieder ein bisschen Sport gemacht. Das finde ich eine gute Option. Packen wir das noch schnell ab. Und weiter geht's. Achso, wir sollten vielleicht auch wieder auf das Spiel setzen. So. Ich wollte eigentlich hier Sachen einnehmen. Dankeschön. Dankeschön für das Lob. Baronie von... Machen wir hier einfach das nächste, wa? Wir sind gut versorgt aktuell. 100 von 100. Nehmen wir einfach das nächste ein und hoffen wir, dass wir den Krieg relativ schnell beenden können. Das ist die... Aber nee, sind das Verbündete von denen? Oh, ho, 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 ho. Weg hier. Oh, scheiße, ich komme nicht weg, wa? Ach, ihr seid doch... Dass ich die so spät sehe, ist doch kacke. Das ist doch kacke. Ach, shit. Du darfst halt wirklich nicht weggehen. Du musst bei der KI bleiben. Das kriegst du einfach auf den Sack. Minus 2%. Jetzt rennen die wieder sonst wohin. Aber mein Sohn ist aber nicht gestorben, ne? Ach, dammit. Ach, dammit. Ja, jetzt... ja, ist, ihr seid ein bisschen zu wenig, Leute. Wobei mit den 1800 könnte es gerade klappen. Ich laufe noch weg, entspannen sie sich. Haben sie hier 9 einzeln erwischt. Das ist ja auch mal spannend. Hier verändert sich es nicht, wa? Ich bin hier einfach durchgechased. Stell mich aber hier hin, erstmal. Und regeneriere mich dann in dem besetzten Gebiet, glaube ich.
Bin ich in der Nähe, muss reichen. Fällt mir gerade ein, ist der durch? Der ist durch, shit, das habe ich nicht gesehen. Mit der Kontrolle Wiederherstellung. Machen wir das mal hier in Nance weiter. Langsam kommt unser Gold nämlich wieder in die richtigen Richtungen. Und die lungern irgendwo hier oben rum. Das ist übrigens unser Verbündeter, fällt mir gerade so auf. Ne, von Prag glaube ich nicht. Überdomain. Was? Mündel profitiert. Ihr habt Baronie von Chateaubray von Baron Adrien von Chateaubray geerbt. What the heck? Moment, ich habe jetzt gerade Merseburg geerbt? Was das denn? Okay, ich muss mal kurz hier durchgucken. Grafschaft Kunai, Grafschaft. Montgou, Gournon, Castel Paul, Chateaubray. Oh, haben wir das zurückgekriegt? Ja, okay. Die bringt halt nur nicht viel. Findest bieten neu erworben, du sitzt mir keine Steuern. Ende 7. Juni 1092, wir haben es 1109. Irgendjemand ist gestorben, jedenfalls. Plus 0,4 Motte. Steuern eintreiben, Verwaltung, Scheunen, Speicher. Hier ist halt nicht viel zu holen, deswegen würde ich einfach sagen, niederen Adel geben. Und dann sind wir alle happy. Aber. Wo war's? Ich hatte doch gerade hier. Da! Wieso habe ich Merseburg? Wieso hab ich Merseburg? Das ist mein Graf Laurent. Der ist schon ewig bei mir. Moment, ist der irgendwie mit. Der ist doch mit niemandem von mir verwandt. Wurde es mir irgendwie verliehen oder? Ha? Überhaupt nicht realisiert. Merseburg gehört übrigens uns. Cool. Einfach mal hier so ein Fitzelchen mitten im Nirgendwo. So, ich wollte meine Leute. Oh, nee, das. Ich wollte sagen, 4000 habe ich nicht. Ich wollte meine Leute wieder ein bisschen aufstocken lassen hier, dass sie mal wieder ein bisschen sich regenerieren können. Meine, hier wird sowieso in der Zeit eingenommen und wir schützen das einfach ein bisschen, würde ich sagen. Hier kommt die nächste Armee von 7000 Mann. Kriegspunkt gehalten durch Ziele. Herzogtum von Salzburg ist halt doch relativ viel. Ist nur nicht ganz klar, warum ich die hier nicht einnehmen durfte. Stadt, Bistum. Ah, ich muss die Baronie angreifen wahrscheinlich. Ich hoffe mal, wenn jetzt hier alle stehen, geht das klar, so wie ich das mache. Merseburger Zaubersprüche, hast du ungefähr, ne? Oh nö. Da bin ich gar nicht dafür, wenn die hier unten schon wieder angekrümmelt kommen. Da hauen wir mal ab. Das finde ich nicht witzig hier. Ich würde sagen, wir hängen uns einfach mal hier an wieder. Und dann gibt's auf die Mütz. Hier scheint es nämlich noch eine Schlacht jetzt zu geben mit 15.000 Mann von uns. Ja, komm nur mit deinen 2.000 Mann. Ja, komm nur. Wie eine gute Option. Schlacht von Hallein. Nächstes Ackermatch hier. Oh, what? Wirkliche Schlacht? Ihr werdet wahrscheinlich eine entscheidende Niederlage erleiden? Wir haben 14.000 Mann? 14.000 gegen 5.000? Ihr wolltet mir doch nicht erzählen, dass wir das verlieren. Ihr könnt ihn nicht beeinflussen. Okay, irgendjemand ist gestorben, wir beeinflussen wollten. Unser Ratsmitglied ist gestorben. Ist es natürlich dann korrekt. Dann können wir den schlecht beeinflussen. Oder können wir unseren Sohn einfach in unseren Rat holen? Klar. Nehm ich. Mein Sohn ist einfach in meinem Rat. Unser Ritter wurde von Herzog Krovat erschlagen. Ach, unser Ritter wurde verwundet von König Sermon. Ach. Das haben wir schon wieder gewonnen. Moment, aber das hat uns fast nichts gebracht. 15. Ach, das war wahrscheinlich das Maximum erreicht, wa? Mal wieder 2000 Leute getötet.
Wir haben wahrscheinlich das Maximum, ja, Höchstwert durch gewonnene Schlachten haben wir erreicht. Wir müssten jetzt dringend die Sachen einnehmen. Größere Kontrolle. Aufgabe beendet. Sind wir schon fertig mit dem... Ne, 22 Monate verbleibend, okay. So ein bisschen Stellvertreterkrieg hier gerade. Gefühlt. 5 Monate Schlacht. Hä? Hä? Du willst jetzt mit 3 Mann in eine Burg einnehmen? Was ist denn falsch bei dir, KI? Was ist falsch bei dir, KI, ey? Sebastian wird erwachsen. Was kriegt der denn? Extravaganter Schwindler. Das ist nicht so geil. Sebastian ist aber auch schon verlobt. Also mit Sebastian will ich eigentlich auch nichts machen. Der hat keine Bohnen geerbt, gar nichts. Er ist einfach nicht das Lieblingskind. Ist einfach nicht das Lieblingskind. So ein bisschen die Frage. Versuchen wir jetzt... Der hat halt 700 Mann. Könnten wir versuchen, hier zu fingieren. Moment, darf ich nicht? Was ist denn von P2? Krieg erklären. Müssen, eure Armeen sind ausgehoben. Ah. Ich habe also schon einen Kriegsgrund, aber ich habe ausgehobene Armeen. Und dann, das ist natürlich blöd. Wenn ich jetzt hier drüben ausgehobene Armeen habe, darf ich hier nicht neuen Krieg anfangen. Der Scheiße. Dann müssen wir warten, dann können wir irgendwie nochmal irgendwas ausbauen, glaube ich. Ja, 467, dammit. Ich habe herausgefunden, dass Baron Gorn ererbte Vasallenbanden ihm auferlegen, mehr an euch zu zahlen, als ihr bisher gefordert habt. Verzeiht dieses Unrecht richtig zu stellen. Jawohl, mehr Feudalsteuern. Nehme ich. Stadt, Burg. Könnt doch einfach eine neue Stadt gründen. 400? Neue Stadt bauen? Wir bauen eine neue Stadt. Mal sehen, was da passiert. Fraktionen. Was, schon wieder 2 Fraktionen gegen den König? Niedrige Lehensautorität. Die ist die ganze Zeit da. Und das mit dem... War auch schon die ganze Zeit da mit dem... Will jemand anders auf den Thron bringen, oder? Mir ist nicht ganz klar. Haben die hier 2 Kriege? Nein, haben sie nicht. Herzogin und Provence. Herzog Mabuchtal. Mir ist nicht ganz klar, warum das hier anders geschraffiert ist. Eine andere Farbe, manchmal. Ehrlich gesagt. So. Wir haben eingenommen. Konzentrierte Anwerbung. Mit mehr 82%. Könnten wir jetzt... Geh mal da hin und schließ mich der Armee an. Ich hätte gern, dass euer Sohn Clemens Riedel einen äußerst begabten Vormund. Du bist intelligent und wohlgestaltet. Du bist eigentlich der, mit dem ich, glaube ich, spielen will. Wenn ich mich gerade nicht erinnere. Pierre war das. Pierre war der, mit dem ich spielen will. Oder? Der wäre auch okay. Aber Pierre wäre wahrscheinlich vom Alter her mein... Weil der schüchtern ist, das ist wieder kacke. Pierre... Moment, warum ist der denn schüchtern? Ach, Philomenta, warum gibst du dem denn schüchtern, wenn du arrogant, gerecht und lüstern bist? Ach, Mann. Und gegen wen sollen sie hier... Wird Mündel von... Der ist Kammer 16. Und gut, der... Der ist relativ gut im Ränkespiel und Diplomatie. Das will ich jetzt nicht abstreiten. Oh, von mir aus. Wenn du dann happy bist. Wenn du dann happy bist. Was ich hier tun wollte, ist mich anschließen an die Armee. An die größte. Wollte mich an die größte Armee da anschließen. In der Hoffnung, dass er demnächst mal hier dagegen vorgeht.
Das wäre so ganz gut. Kriegen wir jetzt eigentlich Punkte durch gehalten? Jo, durch gehaltene Ziele. Weil wir es... Wobei, wir halten es gar nicht komplett. Außer wir zählen das hier mit dazu. Und hier oben fehlt auch noch eine Grafschaft. Mit, dass ein Jäger für Aufruhr in örtlichen Taverne sorgt. Der Mann gibt große Mengen Gold aus und prahlt lautstark damit, welche großartige Geschäfte er mit einem hochwohlgeborenen Fürst in Perlen und Seide gemacht habe. Hat er eine Karte des Geländes der Umgebung für einen unbekannten Adligen angefertigt. Spione meinen, der Adlige führe sich etwas im Schilde gegen mich oder an meinen Untertanen. Danke, dass ihr mich davon in Kenntnis setzt. Ich halte noch Wasser. Dieser Schwache gehört in den Kerker. Ist geschehen. Ihr habt noch Wasser erhalten. Wer bist du? Wandernd, unehrenhafter Schurke. 18 Kampfgeschick. Bist du ein Ritter von mir? Bekanntermaßen ein Verbrecher, sodass ihr einkerkern ohne als Tyrann. Einkerkern. Einkerkern. Kann ich den jetzt anwerben? Weiter zum Verhandeln, Lösegeld fordern, hinrichten. Ich, wie, darf ich den nicht anwerben? Hier passieren übrigens Sachen in der Mitte. In Hausarrest verlegen. Freilassung verhandeln. Ah, hier, rekrutieren. Weiß ich nicht, ob ich das will. Weiß ich nicht, ob ich das will. So, wir haben wieder gewonnen. Mehr Punkte. Das ist eh jetzt schon... Okay, wir haben irgendwie nur einen super kleinen Sieg. Also hier kommen noch 4000 Mann nochmal dazu. Vielleicht schaffen wir es endlich mal auf die 100% mit unseren 14.000 Mann, ey. Das muss doch mal möglich sein. Deserteure. Nehmt sie auf der Stelle fest. Wir fangen die Deserteure. Nichts passiert. Wir lassen sie ziehen. Ihr erhaltet ein schwaches Druckmittel gegen Chateaubriand. Das ist ein Ritter von mir. Wenn ihr tapfer seid. Wir versuchen sie festzunehmen. Ich vermute mal nicht, dass passiert, weil da stand nichts weiter. Ja, Wahnsinn. Am kurzen Handgemenge werden die desertierenden Soldaten festgenommen. Jeder anwesende Soldat, die Treuen wie die Untreuen, weiß, dass die Strafe deren Verrat hart sein kann. Spannung, Angst liegen in der Luft. Mein Fürst, spricht Judual, während er mir in die Augen schaut. Sie sind noch Kinder, wir wollen doch nur nach Hause. Jeder Verrat hat seinen Preis, richtet sie hin. Wir erhalten einen Kriegsführungslebenswandel. Ja, habe ich. Da. Samuel Marco. Sohn und Spielerbe. Mit 10 Befehlshabervorteil und einem Kampfgeschick von 9 ist er als Befehlshaber dabei. Ja, habe ich. Ihr werdet den nächsten Monat Latrinschruppen. Wir erhalten zu 80% einen Kriegsführungslebenswandel. Ihr erhaltet 5 überanstrengte Truppen. Das ist natürlich eklig. Aber 24 Schrecken. Dann sammeln wir einen Schrecken an. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen über Disziplin und Ehre. Ja, machen wir eher hier 92% Disziplin und Ehre. Hätte alles in allem besser laufen können. Inspirierende Rede. Ich dachte, dass eine mitreisende Rede, die desertierenden Soldaten so inspirieren würde, sich der ihnen gewährten Gnade würdig zu erweisen. Doch auch wenn sie ihren Reihen zurückkehrten, das Feuer in ihren Augen war erloschen. Soldaten, die mit mir auf Streife waren, schienen die Rede jedoch in sich aufzusaugen wie edelster Wein. Bewegungstempo plus 10%. Naja, zumindest ein bisschen was gekriegt dadurch. Leute, könnt ihr das irgendwie mal hier beenden langsam? Das ist echt nervig. Und dass Westfrankreich nicht zerfallen ist, ey. Und mal irgendwie hier blinkt auch noch was? Was schon hier für ein Krieg? Krieg gegen die Tyrannei von Königin Isabeo. Oh, die jetzt schon wieder eine Königin her. Wo kommst du denn her? Hier wird aber was rumgereicht, ey. Hier wird aber rumgereicht. Auf jeden Fall wieder plus 7 Gold. Das ist echt angenehm. Ihr könnt... Ja, ich kann Kriege erklären. Ich kann Kriege nicht erklären, weil meine Truppen ausgehoben sind. Vollkommen egal. Meine Truppen sind ausgehoben. So, wir haben wieder gewonnen. Yay. Katrin wird erwachsen. Charismatischer Verhandler. Nett. Katrin damit... Nein, sie hat einen Jüngeren. Ah, sie hat noch einiges an
jugendlicher Energie übrig für sich. Kerngesund, schlau. Du bist leider mit einem Entstellten verheiratet. Hast du hier gerade die Lippe bewegt? Bei einer Metallmaske? Okay. Könnt ihr bitte einfach das hier platt machen? Das ist doch nicht euer Ernst. Das kann ich fast alleine platt machen. Jetzt könnt ihr das nicht wieder zurück einnehmen lassen. Was ist denn eigentlich das hier für ein Riesending? Holy Scholi. Wir sind nur noch 10, haben nur 10 Vorräte. Können wir bitte wieder Vorräte aufladen? Das wäre echt nett. Okay, wir werden es mal wieder auf Vorräte. Verlobte können heiraten. Sebastian Map Marco heiratet sie. Chance auf Kinder moderat. Jo. Nehmen die Hochzeit gerne an. Sehr schön. Und wir werden hier mal wieder unsere Vorräte aufstocken. Wir sind fast bei null. Das wäre blöd. Damit wir hier nicht an harter Zermürbung kaputt gehen. Ich meine, erobern könnt ihr auch ohne uns. Hier haben die 1820 Triebwerke einfach dabei. Klar. Jugendhafter Grafen, weil das haben wir halt hier wieder verloren. Ist doch nicht euer Ernst. Ach, Mann. Wenn wir hier wieder in Richtung 100 gehen, können wir, glaube ich, einfach nebenan. Oh, hier wird gekämpft. Die kämpfen einfach mal hier. Die kämpfen doch einfach mal. Also ich weiß nicht, mir ist nicht ganz klar, warum man die Armee einfach hier Sachen tun lässt. Ich überlege gerade einfach selber gegen sie vorzugehen. Aber brauche ich glaube ich gar nicht. Nehmen wir wieder ein hier als nächstes. Meine Schwiegertochter Eva hat ein Kind zur Welt gebracht. Sohn, Ratsmascher und Ritter von euch. Benjamin Mapako? What? Samuel? Ach, das ist mein zweiter Sohn. Ja, Leute. Weibliche Namen? Ne, Moment, das ist ein Mann. Nonne? Moment. Christen, Anna ist eine Frau. Habt ihr wieder Namensvorschläge? Wie sieht's aus? John, willst du jetzt nochmal versuchen? Für eine Dame? Des Hauses Riedel. Wie sieht's aus? Meine Nase krabbelt. Ausgehend von deinem Joachim könnte ich auch eine Jean draus machen. Wir hatten noch keine Jean. Jean d'Arc? Wir könnten sie zur Kriegerin heranzüchten. Wobei ich glaube, sie wird niemals kämpfen. Aber wir könnten das machen. Moment. Dann ist es auch relativ nah an Jean de Pau. Das war gar nicht Absicht, aber ich habe mir so gedacht, wie mache ich Joachim weiblich? Aber Joachim hat, glaube ich, kein direkt weibliches Pendant, oder? Rhea. Nehmen wir Rhea. Dann nehmen wir Rhea, wenn das ihr lieber ist. Naja, wir wollen mal hier mal auf Krieg. Ja, nicht so weit weg von uns. So, gucken wir mal, ob wir das gewinnen hier. Oh, 32. Aber wir gehen das, glaube ich, trotzdem mit fast 30% Vorteil. Gewinnen wir das, glaube ich, trotzdem. Und wir haben die Kontrolle wiederhergestellt. Darf ich mal bitte kurz? Danke. Wird nur noch rennen. Damit wir wieder unsere Kontrolle haben. Jetzt komm, lass die hier nicht hier hinten zu mir kommen. Während ich hier gerade Leute verprügel. Ratsmascher verdient Respekt. Führung des Ratsmaschern erhalten. Sehr schön. 74%. Lagern wir mal hier noch, dass wir hoffentlich weiter Stuff kriegen. Nachbar der Herrscher gewann Krieg. Ja.
Königin Isabeau hat den Unabhängigkeitskrieg gewonnen. Das ist mir relativ, relativ egal. Okay, wie lange braucht ihr denn, um das hier einzunehmen? 4 Monate. Und ich brauche 6 Monate. Oh, ich brauche länger. Amazone oder ein Riese rauskommen, kannst du die nach mir benennen. Dann Jean einfach. Oder Jeanne im weiblichen Variante, ist ja fast das gleiche. Das ist der gleiche Name tatsächlich. Also einmal halt ohne NE für männlich und mit NE am Ende für weiblich. Können wir machen. Wenn ich das jemals dazu komme, dass ich das krieg. Weil ich glaube, immer noch das Problem. Reinblütig. Fruchtbarkeit plus 10%, Gesundheit kleiner Bonus, Inzuchtchance minus 50%. Intelligent. Robust. Robust. Könnten wir versuchen, das Genie in unser Haus einzuheiraten. Wäre, glaube ich, auch eine gute Idee. In dem Fall, weil der eh kein großes Haus hat. Immer versuchen, Chance auf Kinder moderat. Versuchen wir das mal. Sie ist noch 15. Verloben wir sie mal damit. Looney Moon. Einen wunderschönen guten Tag. Hallihallo. Haben wir jetzt noch jemand, der unverheiratet ist von unseren Kindern? Ja. Ich fordere euch auf, unser Bündnis zu ehren und mir einen Bauernaufstand anzuschließen. What? Ich bin schon gerade in deinem Krieg. Gehst mir auf den Sack, weißt du das? Ich meine, ich bin eh in deinem Krieg. Scheiß drauf, aber... Oh, jetzt hat er hier halt auch noch... Wie lange brauchen die? 10 Monate. 17 Monate. Und, oh Gott, was ist das hier? 6 Monate. Das ist eigentlich das größte Problem. Die Trades Riesen-Amazonen sind häufiger im Norden. Ich kann ja noch mal gucken, ich hatte hier noch jemanden. Riese. Haben wir tatsächlich eine Person. Könnten wir mit uns verheiraten? Unserem letzten Sohn. Gesundheit kleiner Malus. Was ist Amazon? Herkules ist die neutrale Version, die haben wir nicht. Aber wir können versuchen, einen Riese zu uns einzudingensen. Kampfgeschick, Anziehungsmeinung, Meinung Vasall, Meinung von Stammesherrschern, Meinung Kriterien mit der Eigenschaft Riese. Diese Eigenschaft ist vererblich. Kann gesund. Komm. Versuchen wir das mal reinzuholen. In unser Haus. Oh, oh. Oh, nee. Ich hab's verpennt. Ich hab's sowas von verpennt. Ah. Shit. Die holen mich doch ein. Die sind ja schon hier fast da. Ach, Kacke. Ja, so viel dazu wieder mal. Wie gesagt, wenn man halt nicht dabei bleibt. Dass die KI auch immer hier rumsteht und nichts tut, verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich halt nicht. 700 Leute sind gestorben. Und jetzt machen sie wieder platt. Na, schönen Dank. Christina wird erwachsen. Charismatischer Verhandler. Müssen wir mal kurz gucken. Sie ist verheiratet, ja. Verheiratet? Die können einfach hier durchfliegen. Ja, 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 ja. Nein. Erbliche Eigenschaft. So, jetzt können wir von ihr... Oh, hier haben wir noch eine Amazone. Oh, aber die ist so alt und der ist erst 14. Gierig, ehrgeizig, was ist das? Zufrieden. Oh, die werden sich nicht mögen, wenn der gierig ist. Wenn der gierig ist, wird die sich mit zufrieden nicht mögen, oder? Treuherzig, sprunghaft, ehrgeizig, schüchtern, moderat. Amazone intelligent, das wäre halt schon geil. Gewaltiger Gesundheitsbonus. Das ist nicht mein... Manchmal ist das der, mit dem spielen wollte? Ich glaube, den Pierre wollte ich eigentlich spielen. Ja, bei dem brauche ich ein bisschen dann eine bessere, eine passendere Partie. Muss man nach Alter sortieren. Die auch so in dem Alter ungefähr ist. Ja, 25 alt ist halt wirklich relativ alt, das meine ich ja auch gerade. Hier nochmal robust, aber klumpfüßig.
Chance auf Kinder hoch. Herrisch. Kann ich hier Danute Ragai. Ich würde gern ein... Wieso geht denn das nicht? Ein Mündel vorschlagen. Damn it. Geht nicht. Ja, die machen halt jetzt wieder alles platt ohne mich. Hier nehme ich die vorgeschlagene Verlöbnis an. Verlobte können heiraten. Tochter von euch. Ja, wir wollten das Genie. Das ist ins Haus Riedel geboren. Jawohl. Wir wollen das Genie uns einzüchten. Hoffentlich. Meine Schwiegertochter Mia hat ein Kind zur Welt gebracht, das Teil der Dynastie ist. Ist ein Mann. Ist von Samuel das Kind. Ein Spieler aber, wa? Erbt dann automatisch, wenn der stirbt, erbt dann automatisch seinen Sohn? Das ist schon, achso, wir haben ja schon Albert. Boah. Kann ich das Kind unterrichten? Ich kann Albert unterrichten. Kind unterrichten. Kann ich auch unterrichten? What the fuck? Bisschen viele. Tja. Komm, wir nehmen Andreas. Den benenne ich jetzt mal wieder. Andreas, halt, stopp! Es bleibt alles so, wie es ist. Hat er was geerbt? Oh, der hat intelligent und wohlgestalt sogar geerbt. Das ist natürlich... Der hat auch intelligent geerbt. Ah, die haben alle intelligent, warte, weil die beide intelligent sind. Puh. Ah, die Familie wird dann vielleicht... Vielleicht würde ich doch in der Familie bleiben mit meinem Spielererben. Weil die Familie auf jeden Fall intelligent werden, alle. Die ganzen Kinder. Warum eigentlich unsere Armee hier? Wo sind die hingetrottet? Ach, die trottet immer noch da hoch. Na gut, die kann sie auch erstmal erholen da oben. Glaube ich. Die muss eh ein bisschen aufstocken. Oder ich kann sie auch mal auflösen. Oder einfach hier bei dem Aufstand helfen. Oh Gott, gegen 2000. Ja, also, vielleicht muss ich doch ein bisschen warten. Ich habe versucht, dir beizustehen, mein Freund. Ich habe es wirklich versucht gegen den Bauernaufstand. Wer will denn hier schon wieder? Oh, die kann ja sogar mal was. Aber die ist leider, glaube ich, trotzdem ja älter als das. Älter als die Wichtigen. Herzog von Barcelona. Herzog von Barcelona. Der dürfte sich einmischen, wa? Der ist nämlich der gleiche, ja. Der noch einen Verbündeten. Grafschaft von Périgord. Der darf sich auch einmischen. Der hat jede Menge Verbündete im Reich. Und der ist mit Graf Laurent verbündet? Na, der ist aber mein Vasal. Der zählt schon mal nicht. Muss also den hier vielleicht mal ein bisschen beeinflussen. Einflussen, Komplott schmieden. Damit er mich mehr mag. Damit für den Fall, dass ich doch mal gegen Ipuschkoa Krieg erkläre, damit ich endlich mal das Herzogtum von Britannien komplett habe. Damit ich dann, damit er möglichst nicht gegen mich interveniert. Ipuschkoa ist ja eigentlich hier unten. Hier 2500, ey. Bekanntschaft ist verstorben. Hier Jagdveranstalten, machen wir nochmal. Ich meine, ihr macht eh gerade nicht viel, oder? Ihr holt euch einfach. Aber ist es egal, besetzt? Oder wirklich, ob das wirklich meins ist? Ach hier, Jagd, Vorsicht, Hirsch, gerade als meine Gemahlin. Wir könnten hier sterben, 13%. Gerade als meine Gemahlin Herz und Mutter hat und ich einen Hügel erklimmen hören, wir es das Knacken von Ästen, das Rascheln im Unterholz. Vögel, die vereinzelt zwitschern, die sind die Herolde, die sein Kommen verkünden. Ein mächtiges Exemplar der Gattung Hirsch kommt direkt auf uns zu. Wir könnten eine Jagdtrophäe kriegen, wir könnten verwundet werden oder wir könnten sterben. Auch nicht schwierig zu handhaben als ein bruskierter Höfling. Freund der Tiere. Ah. Wir sind ein Freund der Tiere. Mit hoher Diplomatie kann man sich auch mit Tieren unterhalten. Das ist ja interessant. So, jetzt können wir mal... Oh, die versammeln sich halt inzwischen hier, ne? Das ist halt echt ein Problem. Der verliert den Bauernaufstand. Das muss vielleicht mein Krieg viel, viel schneller zu Ende, als ich dachte. Der verliert einfach den Bauernaufstand. Das wäre natürlich, das ist eigentlich awesome.
Ich meine, ich helfe dir im Krieg, ja? Das kannst du jetzt mir nicht vorwerfen, dass ich dir im Krieg nicht helfen würde.